Zusammen bei der neunten Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Bei mir war in letzter Zeit ziemlich viel los, weshalb die Produktion der aktuellen Folge etwas gedauert hat. Zuerst musste ich meinen neuen Sammelband Antikenrezeption in der Fantasy fertig machen. Habt ihr vielleicht gesehen, habe ich ja in den sozialen Medien einiges drüber geschrieben. Das Buch ist etwa vor einem Monat erschienen und da werden wir in einer anderen Episode des Podcasts dann natürlich auch ausführlicher drüber reden. Ja, danach stand dann noch für eine neue Zeitschrift ein Aufsatz zu Darth Vader als Bösewicht an. Jetzt habe ich aber endlich alles erledigt und jetzt kann ich mich wieder voll auf diesen Podcast konzentrieren. Um was geht es heute? Heute geht es um Horror, weil der nächste Sammelband, der zu Halloween 2021 erscheinen soll, die antiken Rezeption im Horror behandeln wird. Und dabei wird, oder deshalb wird heute dann der Fokus auf der Frage liegen, was Horror eigentlich ist. Denn das zu definieren ist vielleicht noch schwieriger, als zu sagen, was ist eigentlich Fantasy oder was ist Science Fiction. Und daher wollen wir uns heute mal so ein bisschen angucken, was ist eigentlich Horror. Damit wir uns der Antwort auf diese Frage so ein bisschen annähern können, habe ich heute verschiedene Gäste eingeladen, mit denen ich ein wenig über Horror reden werde, wobei mich interessiert, was genau meine Gäste eben unter Horror verstehen. Beginnen werden wir mit kürzeren Statements, um die ich verschiedene Personen gebeten habe, die etwas mit Horror zu tun haben. Die sind dann Reinhard Prahl, Ariane Bellmer, Thorsten Walch, Rebecca H., Tom Staunton und Hamish Williams, die ich dann jeweils an entsprechender Stelle ausführlicher vorstellen werde. Der Schwerpunkt der heutigen Sendung wird dann im Anschluss daran auf einem Interview liegen, das ich mit dem Horrorautor Tom C. Winter geführt habe. Kommen wir zum ersten Teil der Sendung, den Statements zu der Frage, was ist eigentlich Horror? Beginnen wir mit dem Autor und Journalisten Reinhard Prahl, den ich, wenn ich mich richtig erinnere, über Facebook kennengelernt habe, wo er unter anderem als Moderator großer Science-Fiction-Gruppen aktiv ist. Bei einer dieser Gruppen hatte ich nämlich damals als fantastischeantike.de noch neu war, nämlich darum gebeten, das Projekt vorstellen zu dürfen. Und darüber war ich dann irgendwie mit Reinhard ins Gespräch gekommen und er hatte mich dann zur Starbase nach Osnabrück eingeladen. Das war eine sehr, sehr coole Convention, über die ich ja auch hier im Blog berichtet habe und dort habe ich dann einen Vortrag zur antiken Rezeption in Star Wars und Star Trek gehalten und gehe seitdem eben bin auch da so ein bisschen angefixt worden und gehe seitdem eigentlich dann noch wieder relativ regelmäßig zu Conventions. Erfreulicherweise sind Reinhard und ich trotz der unglaublichen Entfernung zwischen Ruhrgebiet und Rheinland digital in Kontakt geblieben und haben uns unter anderem dann auf der FedCon 2019 in Bonn wieder getroffen. Hören wir uns also an, was Reinhard zum Thema Horror zu sagen hat. Hallo alle zusammen und vor allen Dingen auch hallo, lieber Michael. Danke, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast anlässlich des Arbeitsbeginns deines neuen Buches Antikenrezeption im Horror. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, ob das der genaue Titel ist, aber ich weiß, das wird das Thema sein und aus diesem Grund sitzen wir hier und du hast mich eingeladen, ein paar Worte darüber zu sagen, was für mich Horror ist und wie ich persönlich Horror empfinde. Zuerst hast du mich aber mal darum gebeten, ein paar Worte darüber zu sagen, wer ich eigentlich bin. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Reinhard Prahl, ich bin Autor, Schriftsteller und Medienjournalist und befasse mich seit rund 35 Jahren mit fantastischen Themen hauptsächlich Science Fiction, Fantasy und Mystery, aber eben auch Horror. Ja, lieber Michael, mit deiner Frage, was für mich Horror ist, hast du mir im Grunde genommen Bärendienst erwiesen. Warum das? Weil ich das eigentlich gar nicht wirklich definieren kann und ich finde, das ist auch eigentlich sehr schwer zu definieren. In der Wortbedeutung ist es ja erschauern, Schaudern, Grausen oder Schrecken oder wie auch immer. Das ist das ja. Ich persönlich halte es da so ein bisschen mit dem Literaturkritiker Douglas E. Winter, der gesagt hat, Horror ist für ihn weniger ein Genre als vielmehr ein Gefühl. Und ich finde, dass der gute Mann da wirklich absolut recht hat. Wenn für jemanden der Splitter, das Splitter-Element entscheidend ist, um Horror auszulösen und sich zu gruseln, dann ist das ja völlig in Ordnung. Und es gibt ja mit Freitag der 13. Nightmare on Elm Street oder von mir aus auch richtigen Ekelstreifen wie The Human Centipede da genug Auswahl. Für mich persönlich ist es wirklich mehr so das Hintergründige, das Suspense. Ich finde einen Film wie Die Vögel unheimlich erschreckend und gruselig, weil er für mich die Frage aufwirft, was würde passieren, wenn die Natur wirklich Einmal in dieser Form zurückschlägt. Oder guck dir einmal genauer Psycho an. Und erinnere dich doch einmal an die Szene, wie diese arme Frau ermordet wird. Was sieht man da wirklich? Im Grunde genommen gar nichts. Du hörst die Musik, du siehst den Schatten, du siehst die Frau, das Messer, du siehst Blut unten ins äh, Becken laufen, aber du siehst nicht einen einzigen wirklichen Stich. Und das ist für mich die große Kunst, Grusel und Horror und Angst zu erzeugen, eben nicht zu zeigen, nicht auszusprechen und den Zuschauer oder den Leser trotzdem mit gesträubten Nackenhaaren und einer Gänsehaut zurückzulassen. Stephen King ist zum Beispiel ein Autor, der das ganz wunderbar beherrscht, aber auch die großen alten Klassiker, Mary Shelley mit Frankenstein mit ihrem Golem Thema und natürlich auch Dracula von Bram Stalker. Das ist übrigens ein Roman, den ich ganz besonders toll finde, weil er für mich sowas von einem Shakespeare-Drama hat. Auf der einen Seite erzeugt der Roman in mir immer wieder dieses Gefühl von Gruseln, er ist ja in Briefform geschrieben und nimmt mich daher ganz, ganz besonders gefangen und bringt mich ganz nah an die Protagonisten heran. Andererseits ist da aber auch diese tragische Figur, dieser unsterbliche Dracula, der im Grunde genommen nur jemanden für sein untotes ewiges Leben an seiner Seite haben möchte. Und das sind für mich die Geschichten, die im Kopf bleiben mit über die ich nachdenke, die Fragen aufwerfen und die mir lange, lange, lange dann eben noch nachhängen. Und da fängt für mich Horror wirklich an und das ist das, was mich so sehr an diesem Genre begeistert. Ich habe letztens mit meinem guten Freund und Kollegen Thorsten Walch The Dawn of the Dead, im Kino gesehen zu Halloween. Das war das letzte Mal, dass wir noch rausgehen konnten. Und das ist der gleiche Film, der auch 1978 eben gezeigt worden ist, nur eben Uncut. Und dieser Film hat natürlich seine ganz brutalen Elemente und war ja auch deshalb verboten. Aber darüber hinaus hat dieser Film einen sozialkritischen Effekt, über den man wirklich mal näher nachdenken muss. Und George A. Romero hat das ja auch immer wieder betont. Und das ist das, was ich an Horror besonders toll finde. Sinnloses Blätter, einfach nur um des Ekelwillens einen Menschen nach dem anderen abschlachten, das ist nicht das, was für mich dieses Genre ausmacht. Was ich auch noch ganz besonders liebe, ist, wenn Genres vermischt werden: Abenteuer mit Horror, Science-Fiction mit Horror, wie in Event Horizon. Vor allen Dingen finde ich ganz, ganz besonders toll, wenn Horror ein wirklich übernatürliches Element hat, ein fantastisches Element: Geister, Poltergeister, Gespenster, Untote. All das, Dämonen von mir aus übrigens auch, all das ist es, was in mir wirklich dieses Gefühl erzeugt, weg in einer anderen Welt zu sein, wo sowas möglich ist und was mir Angst machen kann für zwei, drei, zehn oder auch zwanzig Stunden und ich nach dem Lesen oder Schauen eines Films das Gefühl habe, meine Güte, Gott sei Dank, ist das nur eine Geschichte gewesen. So, lieber Michael, das war also jetzt mein Kommentar dazu was Horror für mich wirklich ist. Wie man sieht, macht Horror doch wirklich für jeden etwas ganz anderes aus. Ich denke, meine Kollegen haben teilweise völlig andere Aussagen getroffen und das finde ich auch gut und richtig so. Vielen Dank dir noch einmal für diese freundliche und nette Einladung. Bleibt alle gesund, achtet gut auf euch. Tragt bitte eure Masken, wenn ihr keinen Abstand halten könnt. Dann werden wir uns alle nächstes Jahr gesund und munter auf einer der hoffentlich zahlreichen Conventions dann auch wiedersehen. Und wir können quatschen, vielleicht auch ein Bierchen trinken und all das nachholen, was wir dieses Jahr aufgrund der so schlimmen Corona-Krise versäumt haben. Vielen Dank, Reinhard. Da hast du jetzt ziemlich viele spannende Elemente gleich zu Beginn angesprochen. Ja, zunächst fängt Reinhard mit der Übersetzung des Wortes Horror an, das ja aus dem lateinischen stammt und so viel wie starren, erschauern, schrecken, schaudern, grausen heißt. Dann verweist Reinhard in Anlehnung an den Literaturkritiker Douglas E. Winter darauf, dass Horror weniger ein Genre ist, als vielmehr ein Gefühl sei, und dieses Gefühl, das könne eben auf unterschiedliche Weise ausgelöst werden, womit man dann auch leicht erklären kann, weshalb es so viele unterschiedliche Formen von Horrorfilmen und so weiter gibt. Bei manchen wird dieses Gefühl dann eben durch Splatter ausgelöst, während Reinhard, wie auch ich, eher ja das Hintergründige bevorzugt, wobei er in diesem Kontext von Suspense. Also Spannung spricht. Und dann kommt Reinhard auf einen ganz wichtigen Punkt zu sprechen am Beispiel von Psycho oder Psycho, nämlich, dass man dort in der berühmten Durchszene eigentlich gar nichts wirklich Schlimmes sieht. Also man sieht nicht, wie das Messer in den Körper eindringt oder so, sondern das Ganze wird durch Musik, Kameraführung, Dramatik, Schnitte und so weiter inszeniert. Und das ist eigentlich die große Kunst, sagt Reinhard, und da stimme ich ihm voll und ganz zu, Grusel, Horror und Angst erzeugen, ohne direkt etwas zu zeigen. Ja, das, ist das, das ist etwas, was Reinhard eben besonders schätzt, und da würde ich mich voll und ganz anschließen. Ja, spannend ist es dann, wenn das Geschichten sind, die im Kopf bleiben, über die man nachdenkt, die fragen aufwerfen dann kommt reinhard auf sozialkritische aspekte im horror zu sprechen was ja auch total spannend ist Dann nennt er als beispiel george a romeros dawn of the dead und das hat mich dann gleich auch an the walking dead erinnert weil auch bei the walking dead geht es meiner meinung nach nicht wirklich um horror also nur vordergründig um horror eigentlich geht es da um ganz viele sozialkritische themen da komme ich später aber nochmal drauf zu sprechen ja, dann spricht Reinhard noch an, dass er gerne Genre-Mixe mag, wie zum Beispiel das Science-Fiction-Horror-Crossover Event Horizon, und dass er gerne fantastischen Horror mag, womit wir bei einer wichtigen Unterscheidung angelangt wären. Es gibt nämlich übernatürlichen Horror und es gibt Horror ohne übernatürliche Elemente. So, damit hat uns Reinhard Prahl dann schon mal einiges zum Nachdenken mitgegeben. Und wir gehen weiter zum nächsten Gast. Kommen wir zu Ariane. Ariane, also known as Nerd mit Nadel, kenne ich wie auch Ihre Freundin Sandra von booknapping.de, seitdem ich angefangen habe zu bloggen, weil sich unsere Interessensgebiete eben sehr überschneiden. Neben ihrem Blog macht Ariane mit Sandra und einer weiteren Freundin auch einen super tollen Podcast namens Drei Frauen N-Comics auf den ich an anderer Stelle schon einmal hingewiesen habe. Gerade für Comics sind Nerd mit Nadel, Booknapping und der zugehörige Podcast sehr zu empfehlen. Kommen wir aber jetzt einmal zu dem, was Ariane zum Thema Horror zu sagen hat. Ariane. Hallo, ich bin Ariane von nerdmitnadel.de. Ihr kennt mich vielleicht auch aus dem Podcast Drei Frauen in Comics. Und für mich ist Horror. Das Unbekannte, das übernatürliche Monster, unterschwelliges Grauen, Gor, Pfanzblätter, wenn das Gedärm fröhlich durch die Gegend fliegt, wenn man das Ganze irgendwie auch noch schön kombiniert, wie es zum Beispiel Dead Space gemacht hat mit den Negromorphs und man einfach Angst hatte, sich auf der Ishimura überhaupt noch irgendwie vorzubewegen, weil man wird ja an jeder Ecke dann doch wieder angegriffen. Oder doch nur erschrocken oder es passiert einfach nichts, was manchmal dann das Schlimmste schon war. Auch klassische Slasher-Filme sind voll mein Ding. Ich liebe Freitag der 13. Ich liebe Jason Lives, weil es halt einfach auch da so ein bisschen krass überzogen und mit Absicht lustig dargestellt ist. Und mein absoluter Favorit sind aber so Tierhorrorfilme. Also alles, was irgendwie mit Haie, Krokodile, Vögel, Piranha... Das verrückteste Zeug, was Menschen einfach angreifen kann, auch gerne in obskuren Kombinationen mit irgendwelchen Mecher, Robokrokodile oder der Sharktopus. Da muss man mal drauf kommen, auf den Sharktopus. Und das Ganze dann halt wirklich gerne auch nochmal mit jede Menge fliegendem Gedärm, Blut, Splotze. Das ist für mich mein liebster Horror. Ja, vielen Dank, Ariane. Ja, Ariane spricht von dem Unbekannten, dem Übernatürlichen, Monstern, unterschwelligem Grauen, Gore und Splatter, wobei sie Dead Space als eine schöne Mischung von all dem beschreibt. Sie liebt Slasher-Filme, wie zum Beispiel Freitag der 13., weil es hier auch so ein bisschen überzogen lustig wird. Ihr absolutes Lieblingsthema ist aber, wie ihr gerade gehört habt, der Tierhorror, wobei die Tiere gerne auch miteinander gekreuzt oder mechanisch verändert sein dürfen. Dabei müssen dann aber für sie möglichst auch ein bisschen die Gedärme spritzen. Neu ist jetzt für uns in diesem Kontext einmal das Unbekannte als Kategorie des Horrors, was ja sehr spannend ist, aber eben auch, dass das Ganze durchaus lustig sein darf. Ein schönes Beispiel, das Ariane jetzt hier gerade nicht genannt hat, obwohl ich weiß, dass sie ein großer Fan von dem Film ist, wäre dafür Buba Hotep zum Beispiel, ein Film mit Bruce Campbell, den ich selbst persönlich auch sehr schätze. Ja, das Dead Space Universum, das sich aus Computerspielen, Comics und zwei Filmen zusammensetzt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Das kannte ich bisher gar nicht. Da habe ich aber jetzt Lust drauf bekommen, mir das mal anzuschauen. Dankeschön, Ariane, für den tollen Input und hoffentlich bis bald. Kommen wir zu Thorsten Walch. Torsten Walch stellt sich in seinem Einspieler gleich selbst vor, weshalb ich da jetzt gar nicht mehr so viel zu sage. Kennengelernt habe ich Torsten auf der FedCon 2019 in Bonn weil er ein guter Freund von Reinhard Prahl ist, den wir ja schon eingangs kennengelernt haben. Auf der FedCon habe ich mir dann seine Lesung zum damals neu erschienenen Buch »Es lebe Star Wars« angehört und mittlerweile wende ich mich immer wieder gern an ihn, wenn ich Fragen zu Star Wars oder zu Star Trek habe, weil der sich da einfach richtig gut mit auskennt. Ja, und da er sich auch für Horror interessiert, hören wir uns jetzt mal an, was er dazu zu sagen hat. Thorsten, bitte. Hallo. Mein Name ist Thorsten Walch und ich bin Journalist und Autor. Aus meiner Feder stammt das Buch Es lebe Star Wars und ich habe an den Büchern Es lebe Captain Future und die Star Trek Chronik Band 1 Star Trek Enterprise mitgearbeitet, allesamt erschienen im Verlag in Farbe und Bunt Björn Sülter. Ansonsten schreibe ich für Publikationen wie das Corona Magazine, die Zeitschrift Geek, Star Wars das offizielle Magazin oder die Website des Fernsehsenders Sci-Fi. Horrorfan bin ich im Grunde genommen schon seit meiner Kindheit, damals gab es die unheimlich populären Hörspielkassetten mit diversen Gruselgeschichten, die ich gesammelt und geliebt habe, das hörte man sich dann, Spät abends im Dunkeln mit dem Kopfhörer auf dem Kassettenrekorder an. Später kamen dann Heftromanserien wie Geisterjäger John Sinclair oder der Gespensterkrimi dazu. Horror bedeutet für mich grundsätzlich psychologischen und übernatürlichen Grusel. Also weniger jetzt Sachen, die ausschließlich auf Brutalität und aufs Blätter setzen. Sicher, es gibt durchaus ziemlich gute splatter sachen die beides miteinander verbinden. Dafür sind die Filme von George A. Romero ein ziemlich gutes Beispiel. Aber insgesamt mag ich dann doch lieber solche okkult wie Rosemary's Baby, Der Exorzist, Das Omen, oder auch Poltergeist von Taube Hooper und Steven Spielberg, obwohl das ja schon recht effektlastig ist. Im literarischen Bereich mag ich natürlich die Altmeister am liebsten, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und auch Stephen King, den ich nach wie vor sehr gern lese. Ja, das wäre das, was es meinerseits zum Thema Horror zu sagen gibt. Dankeschön, Thorsten. Ja, Thorsten spricht hier gleich mehrere Dinge an, die wir bisher noch nicht hatten, nämlich kindliche Prägung und Audiohörspiele sowie Heftchen wie Geisterjäger John Sinclair und Gespensterkrimi. Ich glaube, dass gar nicht mal wenige ihre ersten Kontakte zum Horror bereits im Kinderalter hatten, worauf wir an späterer Stelle noch einmal zu sprechen kommen werden. Und dass Thorsten Hörspiele erwähnt, erinnert mich jetzt daran, dass Stephen King in einem Buch, indem er sich dem Horror als Genre widmet, Dance Macabre heißt das, ein Kapitel für Horror im Radio vorgesehen hat, und dabei sollten wir vielleicht mal im Hinterkopf behalten, dass Horrorhörspielen in vergangenen Jahrzehnten womöglich eine größere Bedeutung zukam als heute. Dann spricht Thorsten von psychologischem Horror, von übernatürlichem Grusel, von Okkulthorror wie Rosemary's Baby oder dem Exorzisten, Das Omen oder Poltergeist. Da bin ich auch ein ganz großer Fan von. Also da überschneiden sich unsere Geschmäcker, glaube ich, deutlich. Dann kommt auch er, wie eingangs Reinhard Prahl, auf äh, George A. Romero als gelungene mischung dieser elemente die er gerne mag mit dem slasher genre zu sprechen und dann nennt er noch die altmeister wie edgar allan poe hb lovecraft stephen king etc und damit hätten wir jetzt wieder viele neue aspekte kennengelernt und wären jetzt auch schon bei vier verschiedenen medien angelangt nämlich dem film der literatur den computerspielen und den hörbüchern Danke, Thorsten. Kommen wir jetzt zu Rebecca H., die ich auch auf der Fedcon 2019 kennengelernt habe, wo sie zwei tolle Vorträge zu verrückten Computern im Star Trek Universum sowie Star Trek als moderner Mythos gehalten hat. Man könnte da ein gewisses Lieblingsthema raushören und tatsächlich wissen alle, die Rebecca in den sozialen Medien folgen, dass da gerade ein neues Buch zu, Überraschung, Star Trek in der Mache ist. 2019 ist ihre Doktorarbeit Simulationen und virtuelle Welten, Theorie, Technik und mediale Darstellung von Virtualität in der Postmoderne erschienen. Und ich freue mich super, dass sie auch beim nächsten Sammelband zur antiken Rezeption im Horror dabei sein wird. Hören wir mal, was Rebecca zu sagen hat. Was ist Horror für mich? Subtiles Gruseln, Ästhetik, klug erzählte und verwinkelte Geschichten, die zwischen den Wirklichkeiten changieren. Ich mag tatsächlich die älteren Horrorfilme sehr gerne, auch als eine Art Gesellschaftskritik und die Darstellung menschlicher Abgründe in Extremsituationen. Sie spielen mit Gruseln brüchigen Realitäten, in die das Fremde eindringt. Unmögliches scheint plötzlich möglich. Andere Perspektiven und Dimensionen nicht mehr so weit entfernt von unserem eigenen Alltag. Besten Dank, Rebecca. Rebecca hat hier gerade viel Spannendes auf engstem Raum zusammengefasst, weshalb wir das jetzt noch mal ein bisschen auseinanderbröseln. Sie spricht von subtilem Gruseln, Ästhetik, klug erzählten und verwinkelten Geschichten, die zwischen den Wirklichkeiten changieren. Und da ist jetzt besonders die Ästhetik des Horrors ein Thema, das wir zuvor noch gar nicht angesprochen haben. Wie auch ich selbst ist sie ein Fan älterer Horrorfilme. Dann kommt sie, wie eben Reinhard Prahl, auch auf die Gesellschaftskritik zu sprechen. Und dann spricht sie von... Der Darstellung menschlicher Abgründe in Extremsituationen. Ich habe es eben schon mal angedeutet. Darum geht es für mich letztlich auch zum Beispiel in The Walking Dead. Die Zombies sind aus meiner Perspektive eigentlich nur ein beliebig austauschbares Mittel, um Menschen in Extremsituationen zeigen zu können. Dann spricht Rebecca von brüchigen Realitäten, in die das Fremde eindringt. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, der den Horror von der Fantasy unterscheidet. Bediene mich hier jetzt wie immer bei Gedanken, die sich der liebe Kollege Frank Weinreich, auf den wir auch noch häufiger in dieser Sendung zu sprechen kommen werden, zu den Genres Science Fiction, Horror und Fantasy gemacht hat. Wenn Gorgonen, Werwölfe oder andere finstere Geschöpfe in einer fiktiven Fantasywelt auftreten, nehmen wir das nicht als Horror wahr, sondern als Fantasy, weil es eben nicht in unserer Welt passiert. Zum Horror gehört nicht zwingend, aber eben oft, dass er als übernatürliches oder unnatürliches Element in unsere vertraute Welt, in unseren Alltag einbricht. Also ein Ballrock in den Höhlen von Moria stört uns nicht großartig. Ein Ballrock, der uns nachts auf den Straßen unseres Heimatorts begegnet, ist eine völlig andere Geschichte. Weil eben, wenn dieses Übernatürliche in unsere reale Welt eindringt, dann wird alles in Frage gestellt, was wir wissen und was wir als real empfinden. Und das ist natürlich ein super ein super spannender Punkt, den Rebecca hier anspricht und sie sagt ja dann auch selber noch, Unmögliches wird plötzlich möglich. Vielen Dank, Rebecca. Jetzt kommen wir zu Tom Staunton, über dessen Teilnahme ich mich super freue, weil er Horrorfilmregisseur ist und sich mitten in den Dreharbeiten zu seinem neuen Film die Zeit dafür genommen hat, mir seine Gedanken zum Thema Horror zu präsentieren, also mir und euch, was ich extrem cool von ihm finde. Bisher ist der irische Regisseur primär durch kürzere Horrorfilme wie Breath aus dem Jahre 2018 und seinen Beitrag zu Laurie Brewster's For We Are Many in Erscheinung getreten. Doch hat er kürzlich auch mit Laurie Brewster und Sarah Daly sein erstes Buch publiziert, das ich auf Warpcore.de besprochen habe und das den Titel The Book of Beastly Creatures trägt. Gerade dreht er wie gesagt einen neuen Film, der den Titel Ghost Crew okay, tom, let's hear your thoughts on horror. my name is tom staunton, and i'm an irish filmmaker based in fife, scotland. for me, horror is about stepping into the dark unknown, but doing it safely. you still get to experience the tension, the scares, the ambiguity, the creepiness, the cruelty, the morality. but when the book or film, or TV show is finished you are still physically safe from harm through the characters and the stories you're facing death but knowing you will come out alive you could argue that other genres have those elements too but horror is more about realizing nightmares rather than realizing dreams it's completely primal horror is a constant reinvention of what has scared us for thousands of years. The kind of horror movies that I love the most are the ones in which I'm completely unsure as to why I'm scared, but they make me feel alone. The filmmakers have manipulated me into feeling something that I know is uncomfortable, but I cannot put my finger on what aspect of the film is actually doing this. It could be the editing, the writing, the visuals, the sound, or the acting. It could be all of those things. When I first watched Ben Wheatley's Kill List, the film reached its third act, the final chapter text filled the screen, and I felt completely out of breath. I wanted to stop the movie, but I couldn't. Without me realizing it, the film had morphed from a kitchen sink drama. About a dysfunctional family unit into a psychological horror. Because I'm so familiar with the horror genre, I can see the conjuring tricks that filmmakers use to escalate the tension and manipulate the audience. I still enjoy the movies, even if I can see the inner workings of the machine. But not with Kill List. There was nothing about how it was structured that led me to this point of discomfort. I just felt alone. And that's the point. I could describe those feelings to the person watching the same movie, but they may not feel that. And then you're left to wonder why the film is affecting you so specifically. It's like the filmmaker has designed my own worst nightmare, and I have to sit through it whilst my co watchers munch on popcorn and have a good time. Ja, thank you very much, Tom, for your most interesting thoughts. Bye. Okay, fassen wir mal ein bisschen zusammen, was Tom gesagt hat. Horror ist für Tom, in das unbekannte Dunkle einzutauchen, ohne sich dabei wirklich in Gefahr zu begeben, da man alles nur über fiktive Charaktere erlebt. Nun gilt das natürlich auch für andere Genre, doch sagt Tom in diesem Zusammenhang, dass es bei Horror eben darum gehe, in der Haut fiktiver Charaktere Albträume zu erleben, während es in anderen Genres in der Regel positive Träume sind. Horror ist etwas sehr Ursprüngliches, sagt Tom, eine ständige Neuauflage von Dingen, die uns Menschen seit Tausenden von Jahren das Fürchten lehren. Interessant finde ich, was Tom Staunton zu seinen Lieblingshorrorgeschichten sagt, er sagt nämlich, dass ihm die Geschichten am liebsten wären, bei denen er gar nicht so genau sagen könne, warum er eigentlich Angst verspürt. Sicher ist hingegen, dass er sich bei diesen Filmen einsam fühlt. Ihm ist bewusst, dass die Filmschaffenden etwas gemacht haben, das dafür sorgt, dass er sich unwohl fühlt, aber er kann nicht genau sagen, was das ist. Es könnten die Bilder sein, die schauspielerische Darstellung, die akustische Untermalung, das Drehbuch oder auch alles zusammen. Na, bemerkenswert daran ist ja, dass das Tom als Horrorfilmregisseur natürlich sehr gut weiß, wie Filmschaffende vorgehen, um Horror zu erzeugen. Er ist dann aber in diesen besonderen Fällen trotzdem nicht analysieren kann. Konkret macht er das ja an einem Beispiel dann und zwar bei Ben Wheatleys Kill List aus dem Jahr 2011 kann er trotzdem nicht sagen, also obwohl er selber Horrorregisseur ist und sich ja nur damit auskennt, was es ist dass dieses Gefühl von Einsamkeit in ihm auslöst, wobei er sich vorstellen kann, dass andere Leute andere Gefühle durchleben, wenn sie den Film betrachten. Also während andere Leute bei dem Film womöglich gemütlich Popcorn futtern und sich prächtig amüsieren, durchlebt Tom bei dem Film seinen persönlichen Albtraum. Das verbildlicht noch einmal sehr schön, wie individuell wir auf Horror reagieren können. Toms Geschichte erinnert mich an Sommerferien. Irgendwann, lasst mich mal gerade überlegen, das muss so ja Anfang der Neunziger gewesen sein, müsste ich so zwölf, 13 Jahre alt gewesen sein und hab bei meinem Freund Rolf in dessen Garten gezeltet und abends sind wir immer, wenn Rolfs Eltern schon ins Bett gegangen waren, dann ins Wohnzimmer geschlichen ne, und haben uns dann da irgendwas noch im Fernsehen angeguckt und eines Abends haben wir uns dabei einen Film angesehen, bei dem drei Personen auf einer Yacht waren, auf dem offenen Meer, und beim Schauen des Films ist uns beiden furchtbar schlecht geworden, so dass wir irgendwie dachten, wir hätten irgendwie was Falsches gegessen, und dann erst im Nachhinein haben wir verstanden, dass uns von dem Film schlecht geworden ist. Na, also da wurde auch gar nichts Fieses gezeigt oder so, aber es ging einfach um derart perfide psychologische Spielchen zwischen den drei Personen auf dem Boot, dass die Stimmung des Films uns jungen Kerlen damals im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen geschlagen war. Kommen wir zu unserem letzten Gast für heute, bevor es ins Interview mit Tom C. Winter geht, und zwar Hamish Williams. Hamish Williams ist ein aus Südafrika stammender Kollege, der am Institut für English and American Studies an der Friedrich Schiller Universität Jena arbeitet. Zu seinen wissenschaftlichen Arbeitsgebieten zählt unter anderem die Antikenrezeption, über die wir uns ja auch kennengelernt haben. So freue ich mich einerseits, einen Beitrag zu Hamish Sammelband Tolkien and the Classical World habe beisteuern dürfen, der diese Tage irgendwann erscheinen müsste. Und ebenso freue ich mich, dass Hämich, wie auch eben Rebecca Ha, auch bei unserem Sammelband zur antiken Rezeption im Horror dabei sein wird. Beginnen wir zunächst mit Hämichs Vorstellung und Einleitung, in der er sich dafür ausspricht, dass das Medium Film womöglich besonders geeignet für das Horrorgenre ist. hi my name is hamish williams i'm a postdoctoral researcher in the department of english and american studies at frederick schiller university in vienna my, my background is in classical studies and i'm originally from south africa michael's asked me to give a few thoughts on the topic of what is horror for, for his podcast and I'm by no means a, uh, an expert on, on the horror, on horror genre, and so these are, are just really my my lay thoughts on um, just brainstorming this, this question. I'm talking to my wife and uh, using my own knowledge of, of, of uh, watching mainly horror films. I, I've read some some horror novels, not that many, and the two which I recall, uh, The Shining by uh, Stephen King and Rosemary's Baby. I think the author is Irel Levin. Um, perhaps I'm pronouncing his name not entirely correctly. Um, I had read both of those. I, I watched both of the films before I was drawn to the books. so I think perhaps horror as a genre is something which is really um, uh, applicable or best suited to the form of, of film. Im Folgenden unterscheidet Hamich zwischen Horror als Genre und Horror als emotionale Reaktion. Okay, so. Yeah, but before I, I get to that, I, I guess the first thing which comes to mind uh, in defining what is horror is, are we talking about a sort of a genre of, of literary cultural texts, a horror genre, uh, to be compared to the, the fantasy genre or science fiction, steampunk, other subgenres, for example. Um, and obviously there are subgenres of, of, of horror, or do we mean kind of an emotional response or a, a, a cognitive emotional response? And in, in that way, um, we can talk about horror um, in real life, um, feeling this, this emotion, or was it a cognition? It's not entirely clear. And we can also feel this cognition, this emotion in in literature. Although I don't think this this horror, this sense, this feeling of horror, has to be restricted to the genre of horror. In fact, I think many people who really like the horror genre don't feel this necessarily this this feeling i think yeah on, on, i would i would first make this distinction between uh, horror as as a genre and, and then horror as a sort of an emotional as an, as an emotional response emotional cognitive response heimich beschreibt horror also als emotionale reaktion als einen sammelbegriff unter denen andere Begriffe wie Ekel oder Furcht subsumiert werden können, also er geht natürlich auch vom, vom englischen Sprachgebrauch jetzt aus, außerdem spricht er die Reaktionen des menschlichen Körpers an, wie zum Beispiel Gänsehaut oder abstehende Haare, über die Horror dann auch physische Auswirkungen haben kann. Dabei fällt ihm ein, als Kind die Gänsehaut Heftchen gelesen zu haben, was womöglich sein erster Kontakt mit dem Horrorgenre war. Das hatten wir ja eben schon mal bei, bei Toxen Walch war das, ne? Die frühkindliche Prägung, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. And, yeah, it's also difficult to say what exactly this response entails. It seems to be kind of an umbrella term for a number of different emotions which are experienced perhaps in combination or Or very strongly in isolation, one one emotion might be disgust mixed with kind of fear. So I remember one incident when I was a child. I used to live on on a mountainside in South Africa, and I was taking a shower. And you know, this, this is not a scene from um, such famous horror film called Psycho. So there, there was no you know a sadistic knife yielding maniac behind the curtain, but instead a, a scorpion. A total, uh popped out of of, of the drain, um, uh, which gave me, I think, a, a rather uh, intense feeling of horror. So I guess that would be kind of a combination of disgust and fear. And then also, obviously, with this emotional, immediate emotional response, you also have physical symptoms. So you get uh, goosebumps all over your body, or your, your hair raises, right? So we can look about horror then as not only an emotional, an immediate emotional response to some kind of external stimuli. But also, yeah, the physical response of the body to this situation. I, I recall actually uh, on the topic of goosebumps, uh, a popular series of children's books when I was younger in the '90s called Goosebumps. I think the the writer was R. L. Stein or something. They were terribly written, but I think I read one or two of them, and they were very popular at school. Now uh, in the '90s, so maybe that's my my first encounter with the horror genre in, in literature was through these terrible books. Yeah. So yeah, physical characteristics, um, disgust, fear. There's also a question thinking about the sort of feeling of fear, horrific fear, whether it's something immediate. So you know, someone frightens you. You know, someone creeping up behind your back, which uh, children are want to do, or whether it's something more kind of long term, which is sort of induced by the imagination. Some. Some nightmare-like situation which uh, gets holding your mind through um, your circumstances in which you, you know you, you can't let go of some some fear of of, of per pervasive fear of loved ones perhaps coming to harm or of you not being able to control control things uh, as much as you would like. I think this, this sort of tension between kind of individual kind of free will and sort of. Uh, your own personal ability to influence your sort of your life and your your destiny, versus the sort of idea of an uncontrollable fate outside which you have no power over, is kind of key to the horror genre, as it is to sort of tragedy, where um, I'm describing it, Sophoclean tragedy. We can we can think of how in how Greek tragedy that's such an important theme, where characters think they're in control of their fate of, of their destinies, but actually they they are sort of moving towards their tragic ends inevitably. Uh, so whether it's Oedipus or or Heracles, who in Euripides' famous uh, eponymous play is uh, driven to madness by the gods, right? So I think the same tension between yeah you know, personal kind of volition and uh, your know, will versus uh, controlling, uh, overriding outside fate or false is kind of key to horror. Um, the genre and, and perhaps the uh, feeling. Yeah. So is it, is it short term or is it, is it long term? That's, that's kind of one question for me. And if it's long term, is it more kind of a, a cognitive than emotional? And, and, and what exactly then, how do we define uh, horror then? Is it, is it, it's not really then just a, an immediate emotion how do we experience this experience it is it some kind of break in the narrative of our of our lives where um we realize we're not in control of it anymore so, uh, uh, to the degree that we imagine our lives to be uh, controlled by ourselves. zu Hamish's bisherigen unterscheidungen kommt also noch eine unterscheidung zwischen einem. Plötzlichen Schrecken und sich über einen längeren Zeitraum aufbauenden Spannung. Interessant sind dann auch Hamish's Überlegungen vor der Furcht, dem Schicksal gegenüber ohnmächtig oder hilflos zu sein, was er für eine Schlüsselthematik des Horrorgenres hält. Und diesbezüglich nennt er dann Ödipus oder Herakles als Beispiele aus der griechischen Mythologie. So, when I think of the genre of literature, the horror genre, Obviously, as I said, the, the first question is: Does it kind of respond to these real life experiences of horror? These emotion, emotional, and cognitive experiences. Do these experiences correspond to what the audience feels? Um, and, and I guess it really depends on the viewer. Um, my wife, for example, really just can't watch horror films because it generally sort of terrifies her, and she's going to have nightmares. So for her, I think the the feeling which it elicits, the, the horror genre, these films, uh, and uh, such as The Shining or, or, um, or whatever, they kind of conform to the experiences she would, uh, what you would experience in, in the real world. For me, uh, um, I started watching horror. I think I watched like The Shining um, when I was about seven years old. Terrible parents, I know. And, was on late at night and so I'm kind of used to the conventions of the genre and I treat it sort of a, as a genre, you know, with, with like, like fantasy or sci-fi with all its sort of, um, where, where the sort of the, the enjoyment's really down to the, the familiarity of the sort of the common signposts of that genre. Uh, we, we recognize certain, um, certain conventions of the genre and, and the recognition, these sort of acts of recognition are enjoyable, um, as well are the sort of the, the playing with the typical scenes of the genre, free will versus fate, uh, irrationality versus rationality, supernatural versus uh, the normal, uh, the ordinary, whatever common sort of themes in horror. And in some cases, in, in great horror films, you know, we appreciate the aesthetic sort of manipulations of, of of these conventions, and that's what makes great horror films. Like what makes great fantasy films, uh, books or films, or, or whatever, great science fiction. Yeah. The, the question of course does, ar does arise as to why it's enjoyable for some of us to watch um, to watch horror and perhaps it's sort of perhaps part of it's sort of therapeutic it's sort of a chance to kind of play out the sort of primal anthropological fear of of, of the unknown yeah some a uh, sort of a sentiment which um, something which is sort of uh, present in sort of uh, the depths of our minds from sort of more primitive times and perhaps a, a reminder that we're not entirely in control of our lives as we, as we like to believe so i think that perhaps sort of therapeutic i think also perhaps just an interest in the irrational you know stemming um, from you know modernity this 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 anti-scientific anti-progressivist sort of um desire for for something beyond the, the rational i think that's also kind of part of the attraction of, of these ghost stories uh, of, of monsters whatever and that sort of ties in with um the attraction of fantasy of of the sort of the other I guess you could deconstruct that from a colonial point of view, in terms of fantasy. Ja, da kommt Hemich jetzt auf die Bedeutung des Rezipienten zu sprechen. Warum macht es manchen von uns Spaß, Horror zu schauen, anderen nicht? Hemich geht davon aus, dass es irgendwie therapeutisch ist ne, und dass es einem Interesse am Irrationalen entgegenkommt, dem Wunsch, sich gegen das Rationale, das unsere Zeit ja dominiert, zu erheben etc. Und dann kommt er witzigerweise darauf zu sprechen, was er hier natürlich ironisch meint, dass er schreckliche Eltern gehabt hätte, weil er halt schon in sehr, sehr jungen Jahren Filme gesehen hat, für die er objektiv betrachtet wohl ein bisschen zu jung gewesen ist. Da muss ich sagen, das trifft auch auf mich zu und das trifft auch auf Ariane zu, die wir eben kennengelernt haben, die Stephen Kings S mit sechs oder sieben Jahren, wenn ich mich nicht irre, das erste Mal gesehen haben. Also hey mich, ich glaube, viele von uns hatten diesbezüglich schreckliche Eltern. I guess there are certain kind of also subgenres of horror as well. So to define the horror genre has got sorts, you know, places certain conventions. I've talked about certain thematic um, tensions, which, which are on horror and certain, you know, repeated elements. Um, right. That, that's, that's what the genre is. It's sort of this empirical experience of, of shared codes between different texts. Uh, but there are subgenres of horror. And you know some genres I really dislike, like body horror, the hostile movies. I find them, you know, too grotesque and, and sadistic, and it kind of veer away from more kind of psychological horror, which I enjoy, which focus more on sort of themes of rationality and irrationality, or the non-human versus the human, and, and these things. Um, I know some people do enjoy those, but they're not for me. And perhaps I do feel more typical daily emotional experiences of horror when I'm watching these, uh, these, these genres. So perhaps they come a bit too close to, to real life experiences. Ja, in dem letzten Ausschnitt, da ist Hay mich dann noch auf Subgenres eingegangen. Und was ich eben noch vergessen hatte zu sagen, er ging eben und geht auch jetzt wieder auf Konventionen des Horrorgenres ein und das Spiel mit den Konventionen beziehungsweise der Bruch mit den Konventionen ist natürlich auch immer ein sehr spannendes Motiv in diesem Zusammenhang. Er kommt hinsichtlich der Subgenre auf Body Horror, und Psychological Horror zu sprechen, wobei er, wie wir das heute jetzt schon häufiger gehört haben, sich eben auch eher dafür ausspricht, dass Body Horror, dass Body Horror weniger etwas für ihn ist, sondern eher der psychologische Horror. Und da sagt er, dass das womöglich daran liegt, weil eben das andere zu nah an der Realität ist, zu nah an unserem ja, Gott sei Dank nicht Alltag, aber doch äh, zu nah an Dingen ist, die in unseren Alltag einbrechen können in der Realität. And I think when we um, lastly just talking about typical examples of horror, when I think of what is horror, I think we all have in our minds sort of typical typical exemplar exemplar of of the genre. Um, and for me, probably the, the two classic films and books, but I, I think the films are better in both cases. Are, are the Shining, uh, film by Stanley Kubrick in, in 1980 and, uh, Rosemary's Baby by Polanski, Roman Polanski, another one of my favorite directors. I think that was 1967, 68. Uh, I can't exactly remember. Um, both of them based on, uh, based on books, as I've said. And um, yeah, Rosemary's Baby. Uh, probably just talk about that one a bit. You're probably more familiar with The Shining. Rosemary's Baby, basically a story about this um, this couple who are shopping for a new apartment. Uh, they move into this really old apartment um, building where they find themselves sort of smack in the middle of this witch witch's co uh, covenant. I think you call it a covenant sort of um, this this group of of witches who are trying to um, resurrect, or well, I think uh, to uh, not resurrect the to resurrect the devil in order to spawn a sort of the son of satan and uh, Rosemary's husband becomes interested in this in this covenant and behind her back he kind of becomes part of them because of his own vanity and wanting to further his career as an actor and so he becomes part of this uh, covenant and uh, actually betrays Rosemary to them and if we kind of buy into the supernatural part of the um, part of the film Rosemary is impregnated by by the sort of resurrected devil and she gives birth to the Antichrist at the end of the story. What I like about Rosemary's Baby as a horror, I think it touches on many, you know, common themes of, of the horror genre. Um, one is actually this idea of sort of perverted hospitality. So hospitality is this, you know, ancient human ritual between, between guest and, and host. And I find it interesting how a lot of horror films, you, you can think of them in series. I like the series Supernatural as well, the horror series. Uh, I think it recently had its final season. Anyway, a lot of horror films and series and books are centered on the home, and this idea of the violation of 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 the space of the home of of uh, whether you're coming into this haunted house as a sort of a, a guest and as a supernatural host, or whether your own house is being taken over by demonic forces. I Think of the Exorcist or something like that. So I think um, in Rosemary's Baby, this sort of theme of perverted hospitality is very important. She's sort of trapped inside this home as a, she's not in control of, of her home as, as a host and she's, you know, taken advantage of by, um, an external kind of agency. Again, we have the sort of theme of, of her own kind of free will, her own desire to be in control of her fate versus this sort of ineluctable, uh, fate outside of her control represented by this sort of witch's covenant. Yeah. So hospitality for me is a key kind of way of appreciating the film. And I think aesthetically how they really, how they, how they film this, sense of ja shining und rosemary's baby zählt er auf als zwei filme die er besonders mag und da ist jetzt etwas total spannend was mit hamishs Forschungsinteressen zusammenhängt nämlich mit perverted hospitality, wie er sagt, also der Gastfreundschaft. Na, also Hamish hat sich in seinen Forschungen viel mit Gastfreundschaft beschäftigt. Das ist ja ein antikes Konzept, wie wir es zum Beispiel aus dem antiken Griechenland kennen. Und er untersucht das dann zum Beispiel auf den Hobbit oder auf Herr der Ringe etc. Und da sind ihm zwei Sachen eingefallen oder aufgefallen, nämlich einmal, dass das Heim dass das Zuhause im Horrorgenre in zweierlei Hinsicht eine Bedeutung zukommt. Nämlich einerseits, dass das Heim, das Zuhause, das darin, darin etwas einbricht, das ist zu, wie sagt er, Violation of Home. Dass dass dem Heim Gewalt eingetan wird, es bringt es, es dringt jemand ein und tut etwas Schreckliches genau an dem Ort, an dem wir uns eigentlich am sichersten fühlen, was natürlich ähm, die Sache besonders schlimm macht. Ne? Wenn man auf offener Straße überfallen wird, ist das eine Sache. Wenn man einen Raubüberfall in der eigenen Wohnung oder im äh, im eigenen Haus erleiden muss, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, die einen noch viel 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 mehr mitnehmen kann. Ja, also das war das eine, dass das eigene Heim Opfer einer Gewalttat wird. Das andere ist, wenn man selbst zu Gast woanders ist, dann gieß, äh, da genießt man ja auch von der Antike stammend, von diesem antiken Gastrecht aus betrachtet, ja, eben Gastrecht. Und da kommt es eben auch häufiger in Horrorfilmen oder allgemein in Horrorgeschichten dazu, dass mit diesem Gastrecht gebrochen wird. Also Gästen darf man ja eigentlich nichts negatives antun und das ist aber natürlich bei einem Spukhaus etc. da wird auch damit gebrochen, das Recht des Gastes, das heilige Recht des Gastes auf körperliche Unversehrtheit wird gebrochen. Finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt, der jetzt hier natürlich damit zusammenhängt, dass das tatsächlich Hemichs Forschungsfelder berührt. Finde ich sehr, sehr spannend. Muss ich mir noch viele Gedanken drüber machen. Also, dieses, das Haus ist ja wirklich so ein zentrales Thema des Horrors. Ne? Vor allen Dingen eben auch im Sinne des Spukhauses und so weiter. Ja, spannend, 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 spannend. Also, I think um, important in Horror is sort of the ability, will, is the potential to, to, for the supernatural to, to be supernatural, but also to be a sign of a character's madness, that you, you can't necessarily say in great horror. whether a character is just psychologically, you know, on, on the way out is, is going down the rails or, or it's actually a proper supernatural entity, which is, um. Which is present. And I think because, you know, in the film, Rosemary gets, gets drugged. You can't really say whether she's sort of imagined, when she's sort of delusional. And I think madness is also an important part of the horror genre or, or whether this external force, the devil really was resurrected. So I think this kind of, this uncertainty between supernatural, whether there is supernatural whether the characters are going mad is so important in great horror. And it's the same, I think, in The Shining in, in Kubrick's film. Um, you don't. You know, the characters could be all, you know, I think probably to a lesser extent there because the, the main characters who, and, and the boy who aren't obviously going going crazy do do see these supernatural entities. But I guess I could still be focalised and their kind of descent into superstition and, and fear and madness. But all right, so um, I think I've kind of touched on most of uh, my thoughts on the horror genre. Yeah, so thanks very much, and that's uh, goodbye from me. Ja, was Hemich dann jetzt hier im letzten Abschnitt gesagt hat, ist natürlich auch noch wahnsinnig interessant. Diese Ungewissheit, ist das, was wir da jetzt gerade sehen in dem Film? Wird uns da etwas Übernatürliches präsentiert? Oder hat da jemand eine falsche Wahrnehmung? Sei es aufgrund geistiger Schwierigkeiten oder aufgrund von, von Drogeneinfluss? Das ist natürlich ein ganz spannendes Feld und da passen seine beiden Beispiele ja auch sehr gut, ne, sowohl bei Rosemary's Baby, da da weiß man ja bis zum Ende wirklich nicht, passiert das jetzt wirklich oder bildet die sich das alles ein und Shining nennt er ja als zweites, da ist das ja ähnlich. Ich bin gerade beim Reden ein bisschen ins Stottern gekommen, weil es gibt da von Rosemary's Baby so ein Remake, so eine Art Remake The Astronaut, nee, oder The Astronaut's Wife mit Johnny Depp. Das ist im Prinzip dieselbe Story, ne, wo man eben dann auch die ganze Zeit nicht weiß, Hey, Moment, ist Johnny Depp noch er selber? Nur die Frau hat gerade eine falsche Wahrnehmung? Oder ist Johnny Depp tatsächlich ein Außerirdischer? Ne? Also auch ein ganz spannendes Thema, was man immer wieder trifft. Vielen Dank, hey Mich. Damit wären wir auch schon beim zweiten Teil der heutigen Sendung angelangt, nämlich einem Interview mit dem Horrorautor Tom C. Winter, das wir lange geplant hatten und jetzt endlich in die Tat umsetzen konnten. Leider haben sich dabei verschiedene Dinge, womöglich gar übernatürliche Kräfte, gegen uns verschworen und haben zum Beispiel versucht, in Form von Arbeitern mit Laubblasmaschinen die Aufnahme zu verhindern. Ich hoffe, dass die Tonqualität dennoch gut ist. Inhaltlich hat Tom jedenfalls wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen. So, guten Morgen, Tom. Sehr schön, dass du hier bist. Freut mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt ein bisschen über deine Bücher und Horror im Allgemeinen zu sprechen. Wie geht's dir? Alles gut? Hallo, Michael. Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast und dass wir mal die Gelegenheit haben, uns lange am Stück zu unterhalten. Grundsätzlich geht's mir gut. Mir hängt noch nach, dass wir jetzt alle Halloween absagen mussten. Ja, du bist ja, das müssen die Leute jetzt wissen, die nicht deinen Social-Media-Kanälen folgen. Du bist ja ein großer Halloween-Fan und bereitest ist da auch richtig. jedes Jahr eine Riesenparty vor mit viel drumherum, was immer großartig aussieht. Das ist natürlich wirklich schade dann, wenn das ausfällt. Ne? Da sind wir ja direkt beim Thema, denn Halloween ist aus meiner Sicht der eine Feiertag, den der Horror hat. Das, das ist stimmt. der eine Tag im Jahr, an dem Horror plötzlich salonfähig ist und es überall in den Läden Horrorartikel gibt und jeder irgendwie den Horrorteil seiner Persönlichkeit entdecken darf. Das stimmt. <laughs> es gibt ja auch Leute, die den Weltzombietag feiern. Der berechnet sich, warte, jetzt muss ich überlegen. Der findet statt am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das bezieht sich auf eine historische Person, die an diesem Tage von den Toten auferstanden sein soll. Na, deshalb sind mit dem Datum, glaube ich, nicht alle Leute einverstanden. Ich musste kurz nachdenken, ja. aber ich habe es jetzt. <laughs> Ich sage es jetzt nicht, um niemanden auf die Füße zu treten, aber es gibt Leute, die feiern das als Weltzombie-Tag. Ja, die die leibliche Wiederauferstehung <laughs> genau, ne, ist ein genau. äh, entscheidender Teil des Konzepts. Mhm. Ja, natürlich. Leiblich, natürlich, leiblich natürlich. Ich war mit meiner Tochter auf der Wo waren wir denn auf der Fetcon waren wir und ich bin in irgendein Panel mit ihr kurz reingegangen und ich hatte nicht aufgepasst, mir war nicht aufgefallen, dass das für Erwachsene waren und die Leute an der Tür hatten auch nicht aufgepasst, dass das für Erwachsene war und dann ja. wurde dann da so ein Film gezeigt und das war dann tatsächlich so ein Film über Jesus, wie er Tote zum Leben erweckte, die sich ja. dann aber alle in Zombies verwandelten und ein ganz <laughs> schlimmes Gemetzel anrichteten, weshalb ich mit meiner Tochter sofort natürlich raus musste. <laughs> naja, aber werde ich nie vergessen diesen Film. Also man sieht, es gibt da Überschneidungspunkte. Ne? <laughs> ja, das Komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Ja, Halloween ist ja auch vor aller Heiligen. Also stimmt. Da sind wir auch nah an die Religion Stimmt, stimmt, mit stimmt. Dem Horror. Mal ganz kurz noch dazu, wie wir uns überhaupt kennengelernt hatten. Wir hatten zufällig zeitgleich beim Oldip Verlag unser also jeweils ein Buch herausgebracht. Bei mir war das die antiken Rezeption in der Science-Fiction. Bei dir war das sie bleiben. Da reden wir das gleich drüber. Ja. Und dann war es so, dass wir auch beide auf demselben Flyer drauf waren. Also beziehungsweise wir nicht, sondern das unsere stimmt. Bücher. Es gab Werbung für uns beide. Genau. Auf gleichen genau. Mhm. Und dann war ich wiederum mit meiner Tochter auf der Comic Con in äh, Dortmund. Das müsste im Dezember gewesen sein. 2018 das wahrscheinlich. War oder 19 Jahr Oder vorletztes Jahr. Ich weiß es ja. gar nicht mehr. Und da hattest du dann. Einen Stand, ne, zusammen genau, mit Kollegen. Mit dem Matt Finch zusammen, mit genau, Zeichner. Genau, und da hatten wir uns dann das erste Mal unterhalten und genau. sind dann erfreulicherweise in Kontakt geblieben. Und, und ich glaube, wir sind ja auch beide über die gleiche Person an den Oldip-Verlag herangekommen. Ne? Das war bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Dass Stimmt. der Kontakt. Über den Dr. Frank Weinreich ging, den können wir auch direkt würdigen und grüßen an dieser Stelle. <laughs> Stimmt, <viele Grüße lacht> Ein großartiger Lektor, dem wir wahrscheinlich beide viel zu verdanken haben. Ich habe dem auf jeden Fall ganz viel zu verdanken. Genau, und äh, mein Kontakt zu Frank ist wiederum über meinen Studienfreund Julian. Eilmann hergestellt worden der auch eine Doktorarbeit über über Tolkien geschrieben hat und die, die ist auch im Oldep Verlag äh, erschienen also na ne, alles alles eine Gemengelage ja, aber ein sehr sympathisches Netzwerk ja ja, ja. alle Leute die da dran auf jeden Fall eigentlich möchte ich ja gerne mit dir über Sie bleiben reden Genau. Aber aufgrund der derzeitigen Corona-Situation muss ich kurz mit etwas anderem anfangen. Und zwar <laughs> mit dem Buch, das du da vorgeschrieben hast, die Welt. Der Toten. Das hast du ja 2014, wenn ich mich gerade nicht irre, publiziert. Ja, ich habe das, genau, ich habe das noch früher geschrieben und es hat dann leider sehr lange gedauert, bis der Verlag, das war Bastei Lübbe, einen Slot frei hatten dafür, weil die damals schon gesagt haben, Horror gibt immer nur ein schmales Programm her und deswegen gibt es nur eine Veröffentlichung im Frühlingsprogramm und eine dann im Herbstprogramm und die waren ausgebucht. Und deswegen lag mein Buch da rum leider. Und wartete auf die Veröffentlichung, während die Zombie-Welle so boomte. Ach ja, also Gott. ich habe das Buch geschrieben, als Zombies noch cool waren. <lacht> <lacht> und äh, bevor es äh, The Walking Dead als Serie gab, aber es ist leider veröffentlicht Boah. worden danach. Als man schon ein bisschen übersättigt war. Das ist natürlich wirklich blöd, ne? Also das, das Walking Dead da schon, dass man fast genau. schon keinen Bock mehr hatte, Walking Dead Richtig, zu gucken. Genau. So, ja. ja, das ist natürlich sehr schade. Ja. Ja. Mir ist das Buch jetzt aus einem anderen Zusammenhang. Oder fangen wir vielleicht mal für die Hörer anders an, die das äh, gar nicht gelesen haben. Könntest du das mal so grob zusammenfassen, worum es da geht in diesem Buch? Ja, gerne. Wir begleiten in diesem Buch einen ehemaligen Grundschullehrer durch die Zombie-Apokalypse, die ausgelöst wurde durch äh, Prionen. Das sind abnorm gefaltete Eiweiße, die im Hirn für einen neurodegenerativen Prozess sorgen. Das Hirn baut sich ab und wird schwammartig. Und das sind, also das hat alles. Vorbilder in echten medizinischen Vorgängen, die es wirklich so gibt. Es gibt diese spannende Neuroerkrankung Kuru, die nur auf Papua-Neuguinea bekannt ist und nur nach dem Verzehr von Menschenfleisch tatsächlich auftritt. Und eine Inkubationszeit haben kann von bis zu 50 Jahren. Das heißt, 50 Jahre, nachdem man das Gehirn von jemandem gegessen hat, kann das bei einem selber zuschlagen. Oh Gott. Und bei ja, meiner Krankheit, sage ich in Anführungsstrichen, der Römer-Swanson-Disease. Das ist übrigens ein, ähm, ein Rätsel, das bisher niemand geknackt hat, warum die Krankheit so heißt, wie sie heißt. Vielleicht <laughs> reden wir das später noch drüber. Die Zuschriften sind erwünscht. <lacht> <lacht> Woher kommt der Name römer swanson ist. Da ist es auch so, dass es eine unberechenbare Inkubationszeit gibt und dadurch natürlich großes Misstrauen entsteht zwischen den Menschen, weil du nie weißt, ob die Leute, denen du irgendwo begegnest, vielleicht diese Krankheit längst in sich tragen und es jederzeit aus ihnen hervorbrechen kann. Und der Hauptcharakter trifft auf seiner Reise durch diese Zombie-Apokalypse dann auf verschiedene Menschen, die versuchen irgendwie noch eine sinnvolle Perspektive zu finden in dieser weitgehend ausgestorbenen Welt, in der man eben immer wieder auf die Infizierten auch trifft zwischendurch und niemand weiß, wie es weitergehen kann und trotzdem versuchen, ja, die dies versuchen noch irgendwie sich einen Reim auf das zu machen, was passiert und irgendeine Zukunftsperspektive aufzubauen. Was aber gerade der Hauptfigur eben sehr schwer fällt, der sich daran festklammert, seine ehemaligen Schüler zu retten, wobei ihm dann auch immer mehr klar wird, dass auch dieses Unterfangen zum Scheitern verurteilt ist. Ja, was ich da im Nachhinein total faszinierend fand, ich hatte dieses Buch halt zufällig wenige Monate bevor die ersten Nachrichten mhm. aus China über Corona kamen. Mhm zu Ende gelesen. Und als dann so die ersten Nachrichten aus China kamen, musste ich immer an dein Buch denken, weil du das in dem Buch so ähnlich schilderst. Ne? Wie so die ersten Berichte kommen, dann da noch so viel falsch verstanden wird und dann irgendwie anfangs ja alles gar nicht so schlimm und dann wird es doch immer schlimmer. Und je mehr die Krise dann voranschritt, desto mehr ähnelte das ja. immer weiter. Dein Buch hatte ich dir auch irgendwann mal geschrieben. Stimmt, und du ja. hast ja auch irgendwann angefangen, auf deinen Social-Media-Kanälen darauf hinzuweisen. Ja, weil es auch einige Zitate dann gibt, ne, die so wirken, als wäre es eine Zukunftsvorhersage gewesen. Ich bin einmal einkaufen gewesen und da hatte, hatten die, die Betreiber des Supermarkts so eine Barriere aus umgestürzten Einkaufswagen aufgebaut, damit man eben nur noch rechts rum rein und links rum raus. Und das war eben wirklich wie eine Szene aus diesem Buch und auch, dass es dann. Dass er zwischendurch eingesperrt wird von so einem Bösewicht, der ihn da in Quarantäne dann versetzen will. Also ganz viele Zitate, die man wirklich rausnehmen konnte, als wären sie eine Zukunftsvision gewesen. Womit ich nicht gerechnet habe, waren die Hamsterkäufe mit dem Klopapier. Das, wenn man <laughs> das Buch heute <laughs> neu schreiben würde, also ich glaube, wenn man jetzt nach Corona ein Buch über die Zombie-Apokalypse schreiben würde, müsste man Elemente einbauen, auf die vorher noch nie jemand gekommen ist. Denn. Diese Idee mit, ja, dass Klopapier so wertvoll wird, das, das kam bislang nirgendwo vor, ne, in, in äh, Zombie-Geschichten. Und auch, dass es Menschen gibt, die einfach gar keine Rücksicht darauf nehmen wollen und denen dann egal ist, ob sie infiziert werden oder nicht, weil sie einfach nicht dran glauben, dass es die Infektion gibt. Das gab es, glaube ich, auch noch in keinem Zombie-Film. Das stimmt, das stimmt. Das konnte sich bisher kein Fantastikautor ausdenken, ja. ne? Das ist da. wirklich. Überholt Wahnsinn. die Realität, die Fantasie ja. am Ende. Also, mein Anliegen mit dem Buch war tatsächlich so, meine Version von Zombies zu schreiben, weil ich eben ein großer Zombie-Fan war, ich finde, es wird wirklich ein bisschen abgenutzt seit diesem <laughs> ja. neuen Boom, ne? Aber es ist früher sehr wahr und hab dann immer selber darüber nachgedacht, wie könnte man ein Konzept mal so schreiben, dass das für mich richtig einleuchtend wäre und dass das irgendwie nachvollziehbar ist und wollte eben gerne auch so eine naturwissenschaftliche Erklärung, die jetzt nicht, äh, manchmal ist es ja auch in anderen Geschichten, irgendwie kosmische Strahlung oder äh, irgendwas äh, Kultisches oder sowas, ne? Das wollte ich nicht und habe deswegen überlegt, wie das auf so einem ja, auf der Basis so einer Hirnerkrankung funktionieren könnte. Und ja, wollte das einmal so zu Ende denken, wie es denn dann tatsächlich ablaufen würde. Und tatsächlich auch, was man eigentlich machen würde, wenn man nichts mehr, wenn all diese Zusammenhänge sich auflösen ne? und man weiß, dass alle Zukunftspläne, die man vorher mal implizit oder explizit gemacht hatte, nicht mehr halten. Wie würde man sich denn dann überhaupt verhalten? Ja, stimmt, stimmt. Das ist ja eigentlich auch das Spannende an The Walking Dead. Na, also das mit den Zombies und so weiter, das ist das eine. Aber es geht ja eigentlich um menschliche Gemeinschaft, ne, um, um, um grundsätzliche Entscheidungen und so weiter. Na, das, das sind natürlich wirklich super spannende Fragen eigentlich, ne, die du dann auch sehr schön an dem Buch aufgezeigt hast. Ich habe das auch sehr gerne gelesen. Ja, das freut mich. Und war wirklich wahnsinnig überrascht dann durch diese ja traurigen Parallelen. Ja. Wobei man ja glücklicherweise sagen kann, so schlimm. Corona ist eine Zombie-Apokalypse hat es nicht ausgelöst. Da sind wir ja ganz gut bedient. Das stimmt. Trotzdem glaube ich, man könnte das Buch heute nicht noch mal so schreiben. Man müsste es tatsächlich irgendwie anders schreiben. Damals war ja auch schon, ich hatte das ja schon so im Schatten von damals gab es EHEC, ne? Und SARS gab's. Ja. Schon. Und ja. diese H5N1-Zelle. Also da hatten wir ja schon so ein paar Epidemien hinter uns, die so ein bisschen bedrohlich waren. Aber ich musste zum Beispiel in dem Buch noch das Wort Pandemie erklären. Ja, da habe ich so einen ja. Absatz extra mit so einer Wörterbuchbeschreibung, was die Pandemie eigentlich ist, weil ich das auch bei den Recherchen zu dem Buch entdeckt hatte, dieses Wort und das war eben weit weg vom Alltagsgebrauch damals ne? und heute ja. kommt man dem äh, Wort nicht mehr aus dem Weg. Also es hat sich tatsächlich viel verändert, jetzt schon und man könnte es, man müsste es jetzt anders machen, man kann ab jetzt glaube ich nur noch Zombie-Geschichten nach Corona sich ausdenken. Ja, das stimmt, das stimmt. Wo du das gerade sagtest, es gab ja quasi schon so ein paar Vorläufer und so. Da ist ja dann eigentlich auch ganz erstaunlich, dass wir dann leider trotzdem nicht so gut vorbereitet waren. Ne? Also das gehört jetzt hier nicht äh, ja. wirklich äh, zum Thema. Ne? Aber da hoffe ich, dass wir doch jetzt in Zukunft sehr, sehr, sehr viel gelernt haben und da in Zukunft viel, viel besser aufgestellt sein das werden. Stimmt, ja. wo, wobei man in Deutschland ja noch halbwegs gut bedient ist eigentlich. Aber Halloween fällt aus. Aber Halloween fällt aus. <laughs> Und das macht auch keinen Spaß, das über Zoom zu machen. Nee, das stimmt. Das ist... Anders als in Welt der Toten kommt in deinem späteren Roman Sie bleiben aus dem Jahr 2018 ja dann mhm. tatsächlich auch Antikenrezeption vor. Mhm. Bevor wir das uns konkret anschauen, Fangen wir aber mal vielleicht auch wieder für diejenigen, die das jetzt noch nicht gelesen haben, noch nicht gelesen haben, <laughs> ganz am Anfang an. Könntest du auch davon nochmal kurz eine Zusammenfassung geben von diesem Buch, bitte? Ja, gerne. Es fällt mir bei, sie bleiben schwer. Mhm. Weil die Hand schon ziemlich komplex ist und es fiel mir auch schwer für Lesungen äh, gute Kapitel rauszufinden, weil man eigentlich vorne anfangen muss und hinten aufhören, um äh, da reinzukommen. Vielleicht kann ich so sagen: So wie ich bei Welt der Toten meine Version von äh, Zombies schreiben wollte, wollte ich bei Sie bleiben meine Version von Dämonen und Geistern schreiben und habe auch da lange lange überlegt, wie könnte ein Konzept so funktionieren, dass man das nachvollziehen kann, was da passiert, dass man auch die Motivation der Figuren nachvollziehen kann, auch der der Dämonen. Aber jetzt erstmal zur Zusammenfassung. Nicht alle Menschen verlassen die Welt, wenn sie sterben. Manche bleiben. So es im Klappentext. Und das heißt, die Grundidee ist, das Bewusstsein ist unabhängig vom Körper. Und es kann funktionieren unter bestimmten Umständen, dass das Bewusstsein den Tod des Körpers überdauert und ohne Körper weiterlebt und dann aber schnell einen neuen Wirtskörper braucht. Und diese, diese äh, freien Bewusstsein, die nisten sich dann ein in fremden Körpern. Um die zu kontrollieren, um eben weiter etwas bewirken zu können in der Welt und müssen die, die, das Bewusstsein des Wirtes sozusagen unterdrücken und seinen Willen brechen. Und das erfahren wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wir äh, erleben eine Person, die Opfer einer solchen Besessenheit wird. Wir erleben die Perspektive von äh, Jan, dem nachts, wenn er schläft, ein, eine Geisterfigur erscheint und Pläne äh, verfolgt. Und wir erleben den vielleicht schlechtesten Archäologiestudenten der Fakultät Linus, der dem überraschenderweise ein Job angeboten wird, nachdem er durch eine Prüfung fällt von seinem Professor. Weil der Professor meint, dass Linus über besondere Fähigkeiten verfügt, die er ihm dann nach und nach auch beibringen will. Und während Linus zu Beginn diesen Professor für einen esoterischen Spinner hält, stellt er mit der Zeit fest, dass er tatsächlich diese Fähigkeiten entschlüsseln kann und in der Lage ist, eben Energie zu manipulieren, Energie aufzunehmen und abzugeben, so eine Art Magie zu wirken, die man natürlich braucht, wenn man keinen Körper mehr hat und trotzdem etwas bewirken will in der Welt. Ja, um es nicht zu komplex zu erzählen, wir sehen das ganze Geschehen von Besessenheit und in Besitz genommen werden und moralische Dilemmata, die daraus folgen, aus der Perspektive unterschiedlicher Hauptfiguren, die eigentlich ein normales Leben leben und dann immer weiter aus diesem normalen Leben ausbrechen, weil sie immer mehr erkennen müssen, dass es hinter dieser Alltagswelt noch eine andere Welt gibt. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie ich das Buch damals gekauft habe und ich hatte mich eigentlich nur mal hingesetzt und wollte mal so reingucken und hatte dann tatsächlich die Hälfte am Stück gelesen, weil es mich dann doch so gefesselt hat. <laughs> das ist hatte. ein schönes Kompliment. <laughs> und ursprünglich habe ich das Buch ja auch eigentlich nur rein aus Unterhaltungszwecken gelesen. Ne? Ich wollte mich halt unterhalten. Dann ist das Buch dann plötzlich unerwartet für mich zur Arbeit geworden. Ja, genau, Warum, <laughs> wie du das gepostet hast, sogar <laughs> <Ja>. nahezu ärgerlich? <laughs> <laughs> ich natürlich unbedingt irgendwas mit der Antike noch einbauen genau. musste, um sich zu verpflichten. Ja. Ganz genau, so dass das Ganze für mich in Arbeit ausartet. Nein, was ich aber aus Gründen, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, natürlich großartig fand. Einer, der, also ich, ich, ich versuche jetzt nicht zu so viel von der Story vorwegzunehmen, ich sage jetzt einfach mal so: einer der Antagonisten ist eben ursprünglich ein Römer gewesen, ein römischer Feldherr, Quintus Sidonius. Varro. Richtig. Und kann sagen, er ist der Hauptantagonist der, Haupt. ne? der Oberböse sagen. Okay, sagen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich habe verschiedene Ideen, warum du einen Römer genommen hast, aber erzähl du erstmal, warum du einen Römer genommen hast. Tja, das Spannende ist natürlich, wenn man ohne Körper leben kann, dann ist man ja nahezu unsterblich. Und dann kann man sehr alt werden. Und dann kann man, während man so alt wird, natürlich alles Mögliche ausprobieren, ganz viel Erfahrung sammeln und ganz viel darüber lernen, wie die Welt funktioniert. Das heißt, wirklich interessant ist dann natürlich so eine uralte Seele, der man begegnet. Und das sollten dann sicherlich die mächtigsten Gegner sein. Jetzt ist ja nicht genau beschrieben, wo mein Buch spielt. Aber man ahnt, dass es irgendwo in einem der deutschsprachigen Länder ist. Also wir sind schon irgendwo in Europa und eindeutig nicht in Amerika. Würde man so eine Geschichte in Amerika spielen lassen, wäre man sicher schnell bei einem bösen Südstaaten-General, der dann aber auch noch gar nicht so lange her ist, ne? Oder man müsste bei einem Native American irgendwie mhm. sein. Und dann habe ich überlegt, was ist denn hier in Deutschland vor langer, langer Zeit gewesen. Und dann wäre natürlich eine Option, einen alten Germanen auftreten zu lassen. Das kam mir aber von vornherein immer unfreiwillig komisch vor. Wenn dann da irgendwie der alte Theoderich jetzt auftritt als Bösewicht, <laughs> da wusste ich nicht, wie man den überzeugend schreiben könnte und ich äh, finde den den Römer dann viel passender, weil der sowieso als Besetzungsmacht schon hier ist. Der ist ja ein Usurpator und so wie der das fremde Land in Besitz nehmen wollte und die Bevölkerung unterjochen, so nimmt er dann eben nach seinem Tod fremde Körper in Besitz und unterjocht die, die da eigentlich wohnen, so dass das total gut passte. Und wir haben ja auch genau hier diese die, die Fundorte, an denen wir immer wieder genau die Spuren entdecken von solchen Schlachten, in denen dann natürlich auch äh, römische Feldherren auch äh, erschlagen wurden. Ne? Und einer davon ist eben mein Bösewicht, Quintus Sidonius Varro. Ja, das war genau das, was ich mir gedacht habe, dass du natürlich einerseits jemanden besonders Altes brauchst und andererseits muss es lokal sein, weshalb sich was ja eigentlich Genre typischer wäre, jetzt ein mesopotamischer Dämon oder so mhm. eben nicht so angeboten hat einfach ne? ja, und, genau richtig. genau und deshalb war das natürlich ganz schön ganz schön clever dann eben diesen diesen römischen Feldherrn zu nehmen ne? und das, das, das funktioniert ja super. Das ja will ich noch kurz einfügen. Das ist eben Teil meines Konzepts, dass alles, was uns so als Geister und Dämonenfiguren begegnet in Wirklichkeit die Seelen von Verstorbenen sind. Mhm. während wir ja sonst, wenn wir bei der Exorzist oder so sind, ne, dann äh, haben wir Pasusu, wo man nicht genau weiß, ist der jetzt ein gefallener Engel, ein Dämon, ist der von Gott geschaffen, ist der auf jeden Fall ist der nicht mal ein Mensch gewesen vorher. Mhm. Ne? Also es ist irgendwie sofort eine mystische religiöse Figur. Und mir ging es eben genau darum. Dass man nicht diese, nicht diese Mystik braucht, sondern dass alles eben, was da passiert, ehemalige Menschen sind. Ja, also genau, das sind zwei Sachen, die ich besonders innovativ fand an der Idee. Einmal, dass es eben nicht ein mesopotamischer Dämon ist. Also vereinzelt hat man ja auch schon mal Wikinger-Dämonen oder, oder, oh. oder südamerikanische und so, aber der Klassiker ist ja der mesopotamische Dämon, wie zum Beispiel Pasuso, den du gerade ansprichst. Das fand ich wirklich mal schön, einfach mal ein Römer. Das war für mich wirklich einfach mal was Neues Habe ich für und, dich geschrieben danke und äh, das zweite ist tatsächlich deine ungewöhnliche Interpretation von dem Begriff dämon mhm. ne? man denkt ja eigentlich bei Dämon an etwas ja so eine unsterbliche böse ein, ein unsterbliches, böses Wesen oder mhm. ähnliches, ne. Du hast eben auch gesagt, vielleicht ein gefallener Engel oder mhm. sowas, ne. Aber du beziehst das ja auf die Seelen verstorbener Menschen. Das fand ich dann eben auch genau. mal einen, einen sehr schönen neuen Ansatz. Oder zumindest für mich neu. Ich habe es noch nirgendwo anders gelesen oder gesehen. Ja, ich kenne das auch nirgendwo anders her. Und dadurch hast du eben dann auch Dämonen, die ganz unterschiedlich alt sind. Ne? Denn eine der Figuren, der Hauptfiguren, ich verrate jetzt extra nicht wer, stirbt ja auch im Laufe des Buches und muss dann selber entscheiden: Gehe ich jetzt, verlasse ich jetzt diese Welt oder nehme ich selber fremde Körper in Besitz? Und damit hättest du quasi einen ganz frischen Dämon, ne? Und ich gehe mit dem Begriff dann so um, dass aus dieser armen Seele, die erstmal ohne Sinnesorgane und auch ohne die Möglichkeit irgendwie in die Welt einzugreifen, die da so rumschwebt und sich dann vielleicht bald auflöst, dann ein Dämon wird, wenn sie lernt, wie man fremde Menschen in Besitz nimmt und kontrolliert. Dann spricht die, ja, dann sprechen wir in dem Buch eben von einem Dämon. Das fand, ich, das fand ich wirklich innovativ und es funktioniert ja auch sehr gut. Ne? Das muss man ja auch sagen. Du hattest das gerade schon angesprochen. Einer der Charaktere im Buch studiert weniger erfolgreiche Archäologie, der Linus. <laughs> und was der aber kann, was der Begriffen hat, ist, er kann den Namen Quintus Sidonius Varro auf Basis der Tria Nomina, also ja. der Gliederung seines Namens in Pränomen, Nomen Gentile und Kognomen ungefähr in die ersten drei jahrhunderte nach christus einordnen so ist es dieses system der tria nomina das ist ja jetzt auch eher etwas was nicht jeder nichthistoriker kennt wie bist du darauf gekommen ich sage jetzt die wahrheit ne ich habe jetzt die wahl ob wir das interview abbrechen oder ich die wahrheit sage ich habe Römische Namen gegoogelt <laughs> und dann gibt es so einen Wikipedia-Eintrag, wo das erklärt wird. Ah, okay, okay. <laughs> nee, aber das ist ja völlig legitim, ne? Das ist ja, ich hatte zufällig mich gerade durch einen Aufsatz in dem neuen Sammelband Antikenrezeption in der Fantasy mit Terry Pratchett's Antikenrezeption beschäftigt. Alles, was der da aus der Antike nimmt, das hat er sich auch aus dem Lexikon genommen. Ne? Das mhm. ist, ja, ist, 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 ja, ist ja völlig legitim, ne? Das ist ja klar. Nee, aber ich, ich, ich fand das tatsächlich spannend, weil ich so dachte: Mensch, das ist aber jetzt nicht etwas, was hier jeder weiß so. <laughs> ja, ich fand das selber so spannend, deswegen musste ja. ich das irgendwie als Element verwenden ja. und zu einem, ja, zu einem Element machen, was die Handlung auch weiterbringt, weil sie dadurch herausfinden können, wie alt er ist. Genau, genau. Nee, das ist, fand ich super, fand ich super. Du rezipierst. Jetzt springen wir mal kurz von der Antike ins Mittelalter bzw. in die frühe Neuzeit. Du rezipierst ja auch den Hexenhammer. Hm. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut mit aus, aber ich habe auch mal mittelalterliche Geschichte studiert und da haben wir den auch mal so ein bisschen besprochen. Wie hast du dich da in das Thema eingearbeitet? War das dann auch so über Internetrecherche oder hast du da irgendwelche Fachliteratur oder so? In, in, weiß nicht, meinem Bezugsrahmen war das, als ich ein Jugendlicher war, immer so eins von den großen bösen Büchern, mhm. von denen man immer mal wieder hört, die immer mal wieder irgendwo auftauchen. Manchmal wird eben auch der, von dem Malleus Maleficarum dann gesprochen und so ein bisschen wie das Necronomicon, ne? Und ja. äh, als mir klar wurde, dass es dieses Buch aber eben wirklich gibt und es wirklich geschrieben wurde, <lacht> <lacht> wollte ich es lesen und hab's dann auch damals so mit 15, 16 von vorne bis hinten durchgelesen und fand es an vielen Stellen bisschen enttäuschend auch für den Ruf, mhm. den es hat, aber an vielen Stellen eben auch total erschreckend die diese wirklich schlimmen so Folteranleitungen und so das sind ja dann doch ein winziger Teil von äh, diesem dicken Schinken was ich total spannend fand war dass es sich so ein bisschen liest, wie eine Wissenschaftsdiskussion heute schon ablaufen würde, dass er tatsächlich immer wieder unterschiedliche Zitate bringt und der sagt das und der sagt das und der sagt das und deshalb müssen wir am Ende schließen, dass doch das die Wahrheit ist. An einer Stelle schreibt er auch, weil die Meinung der vielen immer richtiger ist als die Mehrheit eines Einzelnen, <laughs> können wir folgern, dass das und das stimmt. Interessanter <laughs> <Und lacht> Gedanke. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber spannend fand ich eben, und das ist offenbar auch zu der Zeit schon ganz, ganz viele Menschen gab, die auch, also gebildete Leute, die Bücher geschrieben haben, die alle an der Existenz von Hexen gezweifelt haben und die alle die Inquisition abgelehnt haben, die alle dagegen waren und der Autor des Hexenhammers schreibt eben so eine Streitschrift darüber, warum Inquisition doch gut ist, warum man das doch machen muss und warum all die Argumente der Inquisitionsgegner irgendwie äh, auszuhöhlen sind. Und das finde ich, rückt einem das Weltbild wieder so ein bisschen zurecht, weil wir ja doch schnell so ein Vorurteil haben, dass früher alle doof waren und alle dauernd Hexen verbrennen wollten. Und tatsächlich ist es offenbar nicht so simpel gewesen, ne? sondern es gab eben die Hetzer und es gab auch schon viele vernünftige Leute, die das alles abgelehnt haben und dagegen waren. Ja, das ist ja, das ist ja allgemein ganz spannend, dass viele eben auch immer diese falsche Vorstellung haben, Hexenverbrennungen, das wäre so ein Phänomen des Mittelalters ist ja eigentlich ein Phänomen der frühen Neuzeit, ne? mhm. also hat nichts mit finsteren Mittelalter ja, zu tun. Ja. Oder über äh, auch so die Überlegungen, ne, dass in der Antike glauben die Leute immer, dass die Menschen dachten, die Erde sei eine Scheibe. Ne, Quatsch! In der Antike mhm. wurde schon der Erdumfang äh, <laughs> ausgerechnet mhm. und so, ne? oder in der Antike, wir haben schon aus dem fünften Jahrhundert vor Christus Leute, die sich ganz klar als Atheisten outen und auch ja. erklären, warum es keine Götter gibt, ihrer Meinung nach und ja. so. Na, das sind so allgemein so gängige Vorurteile, die man so über, äh, ja. über ältere Kulturen hat. Ich habe den Hexenhammer im Studium kennengelernt, weil meine Dozentin im ersten Semester, bei der ich glaube ich im Prinzip alles, fast alles gelernt habe, äh, was, ich, was ich fürs Studio brauchte, die war wirklich gut im Unterrichten, die hatte ihre Doktorarbeit über den Hexen ah. geschrieben, leider aber nie beendet, soweit ich weiß und dadurch hatte ich mir den dann damals auch gekauft mhm. ne, und fand das dann sehr witzig, das dann in deinem Buch dann wieder zu finden. Ja, ich benutze den ja als einen Zugang der, der Hauptfiguren, die ja jetzt die ganze Zeit versuchen zu verstehen, was da mit ihnen passiert. Und einer hier, der Jan, hat diesen Freund Edgar, der an so abseitigem Zeug interessiert ist und der hat eben irgendwo den Hexenhammer ausgegraben und versucht jetzt die ganze Zeit aus den Beschreibungen, die es dort gibt, das zu erklären, was jetzt mit ihnen aktuell passiert und findet dann eben das, was übereinstimmt und das, was nicht übereinstimmt und überlegt auch, was vom Hexenhammer kann man jetzt für bare Münze nehmen und was ist dann vielleicht doch irgendwie wieder religiös überlagert oder propagandistisch überlagert und da habe ich eben einige Zitate dann auch ausgenommen und die dann zur Haupthandlung auch äh, passen oder eben wieder nicht passen und es gibt eben völlig absurde Geschichten im Hexenhammer wie von diesem also dass die äh, dass die Hexen den Männern die Penisse abhexen und dann in Vogelnester äh, legen <laughs> und solche ja solche Absurditäten findet man da eben zwischendurch äh, mehrere ja Wahnsinn Wahnsinn Neben klassischer Antike und dem Hexenhammer hast du ja auch ein bisschen Bibelrezeption mit drin. Da hätten wir einmal so ein Klassiker. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ne? Das beruft sich ja auf Lukas 830. Das, das ist das, das, aber das. natürlich ein super Gag, wenn das ein römischer Feldherr sagt. Ne? Natürlich, 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 natürlich. Ne? Also da macht er sich ja einen Witz selber aus der Bibel quasi. Richtig. Also, das, darauf möchte ich gleich sowieso drauf zu sprechen kommen, dass du das nicht einfach so übernimmst, sondern dass du das ziemlich clever machst. Ne? Also, wie auch hier dann natürlich dieser Wortwitz mit Lig. Das höre ich natürlich gerne. <laughs> An anderer Stelle verweist du auf eine meiner Lieblingsstellen, nämlich auf Genesis 6, 2 folgende, wo es heißt, dass die Söhne Gottes auf die Erde heruntergekommen ja. seien, um mit den Menschen ein Geschlecht von Riesen oder Giganten gezeugt hätten. Also nicht mit den Menschen mit den Menschen Frauen. Mit den Menschen das, Frauen, ja. Na, die, das die, ist die, abgefahren, oder? Hammer, ne? Also Und das Stelle steht, das ist ja keine apokryphe Schrift oder so, das steht, das steht ja in einfach der Bibel, in der das steht Bibel, im Alten Testament, ja. Aber das hat glaube ich im Rallyeunterricht nie jemand mitbekommen. Nee, nee. Also man, man muss das wirklich ja noch sagen. Also man hat a das Problem die Söhne Gottes. Wir sind mhm. denn die Söhne Gottes. Sind das Engel oder was sind das? So keine Ahnung. Also die gibt es ja so gesehen im, im, im Standardkatholizismus, Standardchristentum nicht so. Naja, einen, einen, gibt's. einen, einen na ja, richtig, <laughs> einen, den einen gibt's. Und dann kommen die auf die Erde und zeugen mit Menschenfrauen ein Geschlecht von Riesen, ja. gigantenelfen. Das ist äh, schwierig zu übersetzen, wie das da gemeint ist und so weiter. Na, das ist ja eine Hammerstelle. Und wie du gerade schon sagtest, das kommt im Religionsunterricht normalerweise nicht vor. Ich habe mir so mehrere so Bibelkommentare mal geholt, um mal zu sehen, was wie, wo kommt das her? So, mhm. ne? Und da finde ich dann ein bisschen schade, also jetzt meiner Meinung nach, ich bin kein Theologe, ich habe da nicht wirklich Ahnung von, das ist jetzt meine Meinung, die versuchen, das immer so wegzuerklären, ne? mhm. weil es natürlich nicht in den Gesamtkontext passt. Also da würde mich mal wirklich mal interessieren, ob das vielleicht noch aus der Zeit stammt. Die Juden, die scheinen ja, bevor sie zum Monotheismus gekommen sind, ja auch mehrere Götter gehabt zu haben etc. Ob das vielleicht noch so aus der Zeit irgendwie übrig geblieben ist oder so. Also ich habe keine Ahnung, aber ich finde die Stelle unglaublich spannend und fand es schön, sie in deinem Buch zu finden. Ja, das freut mich. Ich finde das auch spannend. Ich finde auch die Nephilim ist auch einfach schon wieder ein toller Begriff. Ne? Und es gibt ja auch die Band Fields of the Nephilim und... Ich, es gibt ein apokryphes Buch. Ich glaube, ich habe jetzt leider, es ist lange her, dass ich das recherchiert habe und habe es jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich daran nicht gedacht. Ich glaube, es ist das Buch Henoch. Ein apokryphes Buch, das eben nicht in diesem biblischen Kanon aufgenommen wurde. Und da wird noch viel mehr über die Nephilim berichtet. Ah, okay. Und da ist dann die Erklärung: also, die Nephilim bringen den Menschen ganz viel bei über Metallbearbeitung äh, und die Handwerkskunst und äh, wie man äh, Wetter vorhersagt und sowas alles. Und die Sintflut wird geschickt, um die Nephilim auszulöschen im Bouquet ah, noch. Okay. Also, das, was wir sonst kennen als äh, Bestrafung der Menschheit, ne, ist da das äh, Tilgen dieser Giganten von mhm. äh, der Erde. Ah, okay. Das ist spannend. Das möchte ich mir auch mal durchlesen. Das ist wirklich spannend. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Namen gesagt. Ich kann das sonst auf jeden Fall ja, äh, ja. dir noch mal genauer schicken. Ja, sehr, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Es ähm, erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an die griechische Mythologie. In, in Anführungszeichen unserer jüdisch-christlichen Mythologie haben wir ja eben diese. Diese eine Sintflut, die da einmal aufräumt. Und die Griechen, die haben mindestens sechs solcher Sintfluten, mhm. ne? Und wo dann häufiger mal das komplette Menschengeschlecht ausgerottet wird und nochmal ja. neu gemacht wird und so. Das ist ganz spannend. Ne? Also es ist bin einfach so ein Motiv, ne? Das wieder ja, verwendet genau. verwendet wird. Mhm. Genau. Bin ich, bin ich mal gespannt drauf, das muss ich mal vertiefen. In dem Buch äh, kommt ja, also jetzt in meinem Buch kommt es ja dann auch zu diesem Widerspruch, wenn äh, die Söhne Gottes Engel sind. Dann sind die ja eigentlich geschlechtslos mhm. und dann könnten die ja auch mit Menschenfrauen keine Nachkommen zeugen. Stimmt. Und also ganz viel vom Hexenhammer geht ja immer um Inkubi und Sukubi. Ja. Es gibt immer die Idee, der Sukubus holt sich den Samen von einem Mann äh, nachts im Schlaf und entweder verwandelt er sich dann selber in einen Inkubus oder gibt den Samen weiter an einen anderen Dämon, der dann zum Inkubus wird und der schwängert eine Frau ohne ihr Wissen dann mit dem Samen dieses anderen Mannes. Finde ich auch hochinteressant, weil die Frau am Ende ja schwanger ist von dem anderen Mann. Also die wird ja, ja gar nicht von dem Dämon schwanger oder sowas. Also ja. auch da wird wieder nicht gezeugt von von diesem von dieser dämonischen Figur, ja. sondern es wird ja nur der menschliche Samen von dem einen Mann getragen zu der Frau. Ja. Also es ist am Ende ja nur eine Befruchtung Mensch zu Mensch mit Richtig. der Vermittlung der Dämonen dazwischen. Genau, genau. Für die, die das nicht kennen, muss man jetzt gerade sagen, also der Succubus, der tritt dann eben in weiblicher Gestalt quasi auf und der Inkubus ist quasi das 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 männliche Pendant. in deinem Buch ist das ja dann quasi, dass einer der Charaktere eben davon träumt nachts von einer Frau besucht zu werden, genau. und diese Frau stellt sich dann eben als Succubus heraus. Ja, ja, ich frage, mir kam gerade so spontan der Gedanke, ob das vielleicht auch so eine Idee war. Ehebruch zu verschleiern. Das ne? scheint mir sehr, sehr, sehr naheliegend. Genau, wenn man <laughs> plötzlich nicht erklären kann, warum da ein Sohn zur Welt gekommen ist, der genauso <laughs> aussieht wie ich, obwohl ich mit dieser Frau nie was zu tun hatte, genau, genau. dann müssen es dringend Dämonen gewesen sein. Ich glaube schon, das, ist, das klingt plausibel. Richtig brillant, das habe ich dir auch, glaube ich, schon mal gesagt, fand ich deine Idee den Umstand, dass Dämonen ihren Wirtskörpern in deinem Buch Teile ihres Körpers zu essen und zu trinken mhm. geben, mhm. mit dem letzten Abendmahl zu verbinden, ja. wodurch du ja dann quasi auch Jesus zu einem Körperwechsler gemacht hast. Richtig, denn Jesus hat ja den Tod überwunden. Genau, also das fand ich wirklich einfach eine Hammeridee. Also da habe ich, das habe ich, hab ich gelesen, da habe ich gedacht, boah, <laughs> das war echt gut, das war eine gute Stelle. Da freue ich mich sehr drüber, weil das auch die Stellen sind, die mir dann so Spaß machen. Und wenn die von jemandem so gutiert werden, dann ist mir das eine große Freude. Ja, also auch da finde ich, wenn man damit aufgewachsen ist, fällt einem vielleicht nicht auf, wie merkwürdig das so ist. Aber die Idee, dass man im Christentum eben immer das Fleisch und das Blut von Gottes Sohn isst und trinkt. Ist ja erstmal überraschend, ne, wenn wir das aus einer anderen Kultur hören würden. Neulich habe ich meiner Tochter das erklärt, was da bei der Kommunion passiert. Und die fand das auch erstmal ganz schön eklig, die Vorstellung, dass man da eben Blut und Fleisch von anderen Menschen isst. Ist ja erstmal natürlich auch eine aufregende Idee, weil Kannibalismus so ein Riesentabu ist, ne? Und das ist ja eins der großen Themen, die einen noch so kicken können. Aber es, ja, man, man stolpert doch drüber, wenn man mit einem frischen Blick drauf guckt. Ja. Und ja, die Idee, dass er seine kleine Gemeinschaft genau dadurch so zusammengeschweißt äh, hat, die passt dann eben zu meiner Idee gut, dass man dann fremde Körper besser kontrollieren kann, wenn die vorher Teile des eigenen Körpers aufgenommen haben. Deswegen ist es in meinem Buch eben eine gute Idee, wenn man selbst stirbt, seinen eigenen Körper in irgendeiner Form aufzubewahren und irgendwie Teile davon, die Haut, die Haare, die Fingernägel so zu verwahren, dass man die immer noch mal anderen Leuten einflößen kann. Das hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen, genau wie dann dein Bezug auf Genesis 1, 2, wo es heißt, dass Gottes Geist über dem Wasser schwebt. Mhm. Daraus leitest du ja dann ab, dass offene Gewässer für Dämonen ein problematisches Element darstellen und so weiter. Fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Dankeschön. Ja, das. Ich habe mich auch immer so gefreut, wenn die Sachen so zusammenpassten, weil ich ja auch viel überlegt habe. Also damit eine Geistergeschichte funktionieren kann, ist ja die Prämisse, es muss so ein Leibseele Dualismus geben. Eigentlich sagt uns unser äh, naturwissenschaftliches Weltbild, Bewusstsein wird vom Gehirn hervorgebracht und wenn das Gehirn stirbt, stirbt auch das Bewusstsein. Mhm. Und mit diesem Konzept können ja Geistergeschichten nicht funktionieren. Das Aufregende ist ja immer, dass der Geist dann unabhängig vom Körper ist. Also müssen wir diesen Leibseele Dualismus wieder annehmen, um eine äh, Geistergeschichte zum funktionieren zu bringen. Und da war dann eben meine Idee, dass, dass wir Bewusstsein ja am ehesten abbilden können als so eine Ladungswolke, also das, was man mit dem EEG misst, diese elektromagnetischen Veränderungen, die im Gehirn passieren. Und dann müssen wir uns vorstellen, dass diese Ladungswolke unabhängig vom Gehirn existieren kann. Dass das Gehirn nur die Schnittstelle zum Körper ist. Und das Bewusstsein könnte aber auch alleine weiter existieren. Und wenn das Bewusstsein am Ende so eine Art Strom ist, dann kann das natürlich nicht. In Wasser. Denn dann würde es ja. sich dort ja sofort verteilen. Und deswegen müssen Geister sich immer unterstellen, wenn es regnet. Das stimmt, spannender Gedanke. Und genau, und wenn, wenn man dann merkt, oh, das passt ja plötzlich genau zu dem, was in der Bibel steht, ne, dann ist das ja. natürlich ein Glücksmoment. Ja, Der Gottesgeist ne? schwebte über dem Wasser und war eben nicht im Wasser und hat auch nicht das Wasser durchdrungen. Die, Stimmt. Äh, das Urmeer war da, die Urflut und er schwebt darüber. Ja, das ist glaube ich so so ein ein ganz wichtiges Element so kreativer Prozesse, wenn man so neue Werke schreibt und so so ganz viele Ideen aus mhm. unterschiedlichen Quellen so im Kopf irgendwie zu haben und die so miteinander so in Zusammenhang zu setzen, ne, das ist super spannend. Ja, ich habe den Hexenhammer mit 16 gelesen, ne? und seitdem spukt das irgendwie in mir rum, da mal irgendwann was <laughs> draus zu machen. Das musste das raus. Das musste irgendwo <laughs> mal verarbeitet werden. <laughs> Und ich habe dann vor vielen Jahren so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht, nie veröffentlicht, nur hier selber äh, gespielt. Und da waren die Hauptfiguren eben Geisterjäger. Okay. Also die Spieler waren äh, Geisterjäger. Und da habe ich viel von diesen Konzepten schon überlegt. Und tatsächlich tauchen im Bild, äh, im Buch ein paar von diesen NPC-Figuren auch wieder auf. Hier der Psychologe Anne Montag, ah, der diese okay. kleine geisterjägerfirma firma hat, ne? Das ist so eine Reminiszenz an dieses alte Rollenspiel. Okay. Ähm, und da hatte ich eben über Jahre schon immer, die, um diese diese Konzepte versucht, irgendwie reifbar zu machen ne? und so zu erklären, dass das alles in sich schlüssig ist. Kommen wir zu einem anderen Werk, an dem du beteiligt bist. Das hat jetzt nichts mit antiken Rezeption mhm. zu tun, aber weil ich es gelesen habe, <laughs> möchte ich es kurz ansprechen. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie du es offiziell aussprichst, Lily, Lily Swan oder wie sprecht ihr es aus? Lily Swan. Lily Swan sprecht dir mhm. es aus. Okay, das hast du. Jetzt hoffe ich den Namen auch nicht falsch auszusprechen. Da arbeitest du ja gemeinsam mit Matt Finch dran. Genau. Mhm. Und da habe ich die Bände, die bisher erschienen sind, alle, alle sehr, sehr gerne gelesen. Ich würde das jetzt mal ganz grob zusammenfassen, sodass es sich um eine Mischung aus Western und HB, Law, äh, HB Lovecraft handelt. Das passt, ja. Ja. Die <laughs> unglaublich viele popkulturelle Referenzen aufweist. Mhm. Ne? Also ihr ihr, macht ja Referenzen zu berühmten Western-Filmen, zu, mhm. zu, Indiana Jones, zu Star Wars, mhm. zu was weiß ich, ne. Also, äh, Hellblazer ist drin. Ähm, das, das ist ja auch ganz witzig. Matt, du und ich, wir sind ja auch so mehr oder weniger gleich alt. Mhm. Das heißt, wir sind natürlich auch mit denselben Sachen groß geworden. Wir haben geworden. Den gleichen Referenzrahmen. Wir ja. haben denselben Referenzrahmen. <laughs> genau, genau. Ne? Das ist natürlich dann ganz spannend. Ja, wie würdest du das zusammenfassen, was ihr da so inhaltlich macht? Das ist ja klar Horror auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Das ist Horror. Das ist western, ist auch so ein bisschen lustig. Ne? Und ich bin da ja reingekommen, als das Projekt schon lief. Also Matt hatte mhm. die ersten zwei oder drei Folgen alleine gemacht. Da hat er die Story und die Zeichnungen alleine gemacht. Und hat mich dann dazugeholt. Und dann habe ich eben mit den bereits bestehenden und etablierten Figuren Behandlungen geliefert. So. Mhm. Und da war uns von vornherein, also war Teil des Konzepts auch, dass immer klarer werden soll, dass Lilly in Wirklichkeit einen komplexeren Hintergrund hat. Ich will das jetzt noch nicht spoilern, mm, klar. aber sie hat offenbar irgendwas mit so übersinnlichen Artefakten zu tun, ist irgendwie auf der Suche, ja jetzt in den letzten Folgen nach diesen Cthulhu-Statuetten. Und sie eigentlich ist sie ja im Wilden Westen und gibt vor, dass sie lernen will, wie man eine gute Kopfgeldjägerin wird und hat da diesen erfahrenen, aber meistens betrunkenen Kopfgeldjäger an ihrer Seite, was dazu führt, dass dann doch am Ende sie meistens die Probleme lösen muss. Naja, und sie führt den auch in das, in immer wieder neue Schlamassel, weil sie eben weiß, wo sie hin will und wo sie diese Artefakte sammeln will, worüber sie ihn dann nie informiert. Aber mhm. am Ende geraten sie eben in irgendwelche äh, erschreckenden Situationen, weil sie wusste, dass es da am Ende was zu holen gibt. Und da äh, die letzte Folge spielt ja dann in einem Piratenschiff in der Sierra Nevada. Mhm. <laughs> genau, genau. Ja, es stimmt. Man hat anfangs so den Eindruck, dass die Lilly so das klassische sexy Dummchen ist ja, oder genau. das sexy Blondinchen genau. ist, so, ne? Und dann wird halt immer mehr klar, ne, dass sie eigentlich ja die Protagonistin ist, die genau. die, die 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 weiß, wo es lang geht eigentlich und so Eigentlich zieht sie die Fäden, ne? Wir wollten genau. eben genau dieses Bild brechen. Und das ist gerade im in, in dieser Machismo -Wild -West welt äh, funktioniert das natürlich am besten, ne? Weil sie da nie ernst Richtig. genommen wird und dann immer ihr großes Comeback haben kann. Richtig. Eine Optische Vorlage für euch. Jetzt ist mir gerade der Name empfallen. War ja dieser Film, den du mir empfohlen hattest, den ich mir dann auch gekauft habe. Sagst du noch mal gerade, wie er heißt? Ähm, drauf? Ähm. In einem Sattel mit dem Tod ist der deutsche Titel. Aber natürlich heißt er in Wirklichkeit Henny Calder. Ah, genau. genau. genau Gespielt genau, von genau. Record Welch. Ganz genau. Den hatte ich gar Aus nicht dem Jahr 1971. Den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht irgendwann mal gesehen habe. Ich glaube aber nicht. Und dann hattest du mir das gesagt, habe ich mir dann direkt gekauft und angeguckt. Auch Klassiker, ne, muss man wirklich sagen. Richtig toller Film. Mm -hmm. Ja, hatte der ich, ist wirklich gut, auch überraschend gut, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Mhm. Das ist, ist äh, letztlich ein, ein Rape, Rape and Revenge Movie, muss man wahrscheinlich sagen. Ne? Ja, genau, genau, genau. Na, aber wirklich richtig gut gemacht, so mhm. ne? das ist. Naja, und da haben wir teilweise eben dann Immer wieder so optische Reminiszenzen, ne, weil es, das ist schon äh, so ein ikonisches Bild, wie ja. Requel Welch in diesem Poncho da steht mit Colt und Cowboy-Hut äh, und sonst nix an. Und das genau. äh, konnten wir eben gut für Lillyspawn übernehmen als Look. Genau, genau. Na, also es ist, das ist super schön und so äh, Freunde und Freundinnen der Popkultur haben in dieser Comicreihe sehr viel zu entdecken, quasi. Ne? <laughs> vielleicht äh, zu den Vorlagen darf ich vielleicht noch ja, sagen, klar. dass jetzt bei der Letzten Doppelfolge, Lily Swan and the Ecstasy of Gold, dass sie da abgebildet wird wie Clint Eastwood in uh, The Outlaw Josie Wales. Aha. Denn da hat er auch so einen ikonischen Look, da äh, gibt es so dieses Filmposter, wie er da steht mit diesen beiden großen Pistolen, die eine so seitlich, die andere aufrecht und genau so steht sie da auch. Ja, das Aha, ist dann okay. auch Teil meines Jobs als Schreiber, dass ich dann Matt immer sagen darf, äh, hier orientiere dich an diesem Filmposter. Ja, <laughs> nicht schlecht. So. Das erinnert mich jetzt gerade an Neil Gaiman's The Sandman, diese Sandmannreihe. Ja. Mhm. Da spielt ein Band in der römischen Antike. Da geht es um den Kaiser Augustus und um Cäsar. Und Neil Gaiman hat ja quasi die Story geschrieben und seinen Zeichnern gesagt, wie das aussehen soll. Und da hat er das bei der Frau des Augustus auch so gemacht. Ne? Da ja. hat er mit dem Zeichner gesagt, und ich möchte, dass die aussieht wie die und die aus der Serie. <lacht> <lacht> ne? Also das ist ja. offensichtlich. Ganz Na, Also für Freunde von HB Lovecraft und Western genau. diese Comicserie am Rande <laughs> auch mal empfohlen, womit wir jetzt mal, nachdem wir uns ja über ganz viele Einzelbeispiele aus, aus deiner Feder jetzt unterhalten mhm. haben, mal kurz zum dem Horror als Genre sozusagen ja. zuwenden. Da wäre meine erste Teilfrage, was interessiert dich am Horror oder warum interessierst du dich für Horror? Das ist eine Frage, die ich sehr gerne, aber etwas ausführlicher beantworten möchte. Ich dachte jetzt, du würdest sagen, es ist schwierig zu beantworten, aber sehr gerne ist gut. Ja, sehr gerne, aber etwas ausführlicher. Denn ich habe da ja auch schon viel drüber nachgedacht. Horror hat ja immer noch so einen Anstrich von, ist so ein bisschen Schmuddelkram, ne? Und auch so ein bisschen, ja, wie soll man das denn sagen? Ist nicht so richtige Kunst irgendwie, ne? Ist äh, irgendwie 1985er Videotheken, VHS-Kassette, die zu oft hin und her gespult wurde. Also ich glaube dass mir vor allem drei Dinge am Horror gut gefallen. Äh, das Erste ist, ich mag vor allem übernatürlichen Horror. Es gibt ja auch äh, Horrorgenres, die ohne übernatürliche Elemente auskommen, so die Slasher oder sowas. Ne? Ich mag vor allem äh, Horror mit übernatürlichen Elementen und mag daran genau, dass es dem normalen Leben so eine zusätzliche Ebene gibt. Horror schafft es eben immer dann, die Wirklichkeit irgendwie zu überschreiten. Und dem Alltagsleben eine zusätzliche Dimension zu geben, die wir sonst im Alltag nicht haben. Und das schafft eben einen Krimi oder eine tolle Liebesgeschichte oder so nicht. Ne, da bleiben wir irgendwie in der Realität verhaftet. Und Horror mit übernatürlichen Elementen geht, wie so viel in der Fantastik ansonsten ja auch, geht eben über diese Wirklichkeit hinaus und fügt dem eine zusätzliche Ebene hinzu. Das ist jetzt ja aber nicht ganz spezifisch für Horror. Ich glaube, dass Horror es schafft, uns zu konfrontieren mit existenziellen Ängsten, die wir im Alltag gerne von uns fernhalten. Und das ist der Grund dafür, dass ich lange Zeit sehr leidenschaftlich für, für, den, den, ja, für Horror eintreten, eingetreten bin und im Moment selber merke, jetzt wo die Corona-Pandemie um uns spukt und alles eh so gruselig ist und äh, Trump an der Macht ist und die Wirklichkeit <laughs> sowieso beunruhigend mhm. ist, habe ich tatsächlich auch weniger Lust auf Horror. Aber ja, noch vor kurzer Zeit und vor allem als Jugendlicher hatte ich äh, den Eindruck, äh, viele Menschen gucken nicht richtig hin, wie schrecklich die Welt wirklich ist. Und viel wird mit Pop und äh, Popkultur irgendwie überdeckt und, und zugespachtelt. Und der Horror macht es eben nicht. Der Horror legt uns den ganzen Schrecken der Welt äh, vor die Füße und konzentriert das ja noch wie mit so einem Brennglas. Und dann sind wir mit den großen Themen des Menschseins wieder konfrontiert mit Tod und Sterblichkeit mit Sinnlosigkeit, mit äh, Freiheit und Verantwortung und das finde ich eben schafft das Horrorgenre äh, in ganz besonderem Maße uns damit zu konfrontieren, was wir eigentlich immer im Hintergrund irgendwo wissen, aber gerne von uns fernhalten. Mein dritter Punkt ist, dass wir im Horrorgenre meistens mit dem Opfer in, in, identifiziert sind und das finde ich total sympathisch, denn das ist ja ein Vorwurf, der Horror ganz oft gemacht wird, dass es gewaltverherrlichend ist, dass es irgendwie so eine Blutrauschorgie ist. Ich glaube, dass das natürlich manchmal zutrifft auf bestimmte Vertreter des Genres, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, ein Fehlschluss, denn es wird zwar viel Gewalt dargestellt, aber letztlich wird sie ja immer als etwas Schreckliches dargestellt. Wir sind eben meistens auf Seiten der Opfer und die Täter, von denen die Gewalt ausgeht, das sind die Bösen. Also Leatherface ist ja nicht der Gute. Das finden wir ja schlimm, was der da mit seiner Motorsäge macht und wir sind ja identifiziert mit dem Opfer, das die ganze Zeit dabei ist wegzulaufen und Angst zu haben. Und ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied zum Genre des Actionfilms zum Beispiel, wo wir für gewöhnlich einen Hauptcharakter haben, der selber ganz viel Gewalt ausübt. Also John McClane ist der Held, weil er ganz viele Leute erschießt. Während die äh, Hauptfiguren in Horrorfilmen die meiste Zeit damit beschäftigt sind, wegzurennen und Angst zu haben und eben äh, vor dem Gewalttäter zu fliehen. Und ich glaube deshalb, dass viel im Horrorgenre ähm, eine viel sensibleren Umgang mit Gewalt hat, als man das meistens denkt. Ne? Gewalt wird eigentlich immer als was Schreckliches, was Abstoßendes, was Erschreckendes dargestellt. Und das. Ist mir, äh, ist mir da sehr sympathisch. Stimmt. Mir sind ja jetzt ein paar Sachen zu eingefallen zu dem, was du gerade gesagt hast. Einmal, dass du sagtest, dass du jetzt gerade gerade wegen der aktuellen Zeiten gar nicht so viel Lust auf Horror hast. Ich glaube, du arbeitest gerade auch an einem Kinderbuch, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ja, das ist richtig. Genau, das stimmt. Ja, ich, ein All-Age-Roman möchte ich sagen. Der ist etwas eskapistisch. <laughs> okay. Ich lese gerade von Stephen King dans macabre oder wie auch immer man das ausspricht. das ist so ein uh -huh. Buch, das er in den 80ern geschrieben hat, wo er auch versucht zu definieren was ist Horror überhaupt ne? uh -huh. und da sagt er nämlich auch so Horror ist ein Genre, das züglich immer sich großer Beliebtheit erfreut, nämlich in Krisenzeiten wie einer Weltwirtschaftskrise oder sowas, wenn irgendwie uh -huh. die Sachen so unsicher sind. Wenn mhm. es dann aber richtig schlimm wird, wie im Zweiten Weltkrieg oder so, dann hat kein Mensch mehr Lust auf Horror. Ne? Ach ja, guck mal. Das ist, dann so eine das ist ja genau das, was ich gerade genau. als Miniatur an mir selber erlebe. <laughs> genau, ja. dann hat einfach keiner mehr Lust auf Horror. Ne? Das fand ich ganz interessant. Da hat mich das gerade daran erinnert, was du gerade gesagt hast. Genau, und die großen, äh, die, die wichtigen genrebildenden Zombie-Filme, die sind ja... Also, die berufen sich ja ganz viel auf Vietnam immer, ne? dass die so bombardiert waren mit diesen Gewaltnachrichten und mit Kriegspropaganda und dass die diese ganzen Gewalteindrücke in den Zombiefilmen dann ah, verarbeitet okay. haben. Okay, auch spannend. Mhm. Ich habe Stephen Kings Buch jetzt noch nicht ganz durch, aber der hat das auch so ein bisschen autobiografisch gehalten. Also er geht das so von den 50ern bis in die 80er durch. Bin ich mal gespannt, wenn wir bei Vietnam sind, weil es ja genau seine Zeit dann auch quasi. Mhm. Jetzt hast du ja gerade das ganz spannend gesagt. Wir sind ja in der Regel, nee nicht in der Regel, wir sind ja in der Rolle des Opfers, wir Zuschauerinnen und Zuschauer oder, oder Leserinnen und Leser. Und wir durchleben ja dann quasi mit den Protagonistinnen oder Protagonisten. Ganz große Ängste ja auch, ne? Mhm. Glaubst du, dass da auch der viel zitierte Katasis-Effekt irgendwie so eine Rolle spielt? Also, dass wir dann eben einmal in der Story so diese ganze Angst einmal durchmachen und die dann vielleicht Nachschauen des Films, Nachlesen des Buches so ein bisschen von uns abfällt? Mhm. Ja, das ist ja. Ich bin ja im Brotberuf Psychotherapeut, ne, und die Frage der Katharsis ist ja bis heute nicht so ganz geklärt, <laughs> ja. ob das tatsächlich funktioniert, dass wenn man ein Gefühl stellvertretend erlebt, es dann auch weniger wird. Ich glaube, das zentrale Element, um sich hinterher dann irgendwie besser zu fühlen, das ist die Ermächtigung des Hauptcharakters. Wir haben ja ganz klassisch im Horror immer das Final Girl, vor allem in den Slasher Filmen. Und das Final Girl ist die Person, die am Ende übrig bleibt, wenn alle Freunde schon umgebracht wurden, und die sich dann dem Täter entgegenstellen muss. Und dann auch oft gegen ihre eigenen Ängste und äh, oft eben auch gegen ihre eigenen Moralvorstellungen sich dann ermächtigt und den Täter überwindet. So dass wir häufig eben am Ende so einen letzten Triumph haben, wenn es dann eben diesem Opfer doch gelingt, aus der Opferrolle rauszukommen. Und sich gegen den Täter zu wehren. Und ich finde, das ist auch ein schönes, wichtiges Element im Horrorgenre. Das stimmt. Das und stimmt. Du hast ja das Ende von meinem Buch auch schon gelesen. Ja? Ne? Die Hörerinnen und Hörer ja vielleicht noch nicht. Aber dann wirst du daher bestimmt auch jetzt schon was zuordnen können, was ich nicht verraten will. Ja, de de definitiv, definitiv. <laughs> ich musste gerade auch dann denken, ich bearbeite gerade The Cabin in ja. The Woods. Und ja. da wird das ja vieles von dem, was du gerade gesagt hast, auch so ein bisschen ja. ironisch so dargestellt. Oder, oder wie soll man sagen, selbstkritisch, ironisch, eigenironisch und so Super Film, ne? Und der funktioniert ja auf so einer Metaebene total gut. Und funktioniert aber auch für sich genommen total gut. Genau. Äh, ich hatte mir gerade nochmal die Blu-Ray gekauft, einfach weil ich wissen wollte in den Audiokommentaren, ob die die beiden Produzenten oder Autoren des Drehbuchs, ob die bei diesen unterirdischen Göttern an Titanen gedacht haben. Ah. Na, deshalb brauchte ich jetzt den Audiokommentar, darum habe ich mir das nochmal gekauft. Nee, aber da bleibt ja im Prinzip am Ende auch das Final Girl übrig, aber dann noch mit dem, es gibt ja noch einen weiteren Überlebenden. Und da finde ich dann ganz schön, wie die sich am Ende verweigern. Na, die, die, die könnten ja. ja dann eigentlich die Menschheit retten, die Welt. aber sagen einfach, ne. <laughs> <Ja. lacht> Dieser Zirkel soll nicht immer weitergehen. Ja, ja das genau. fand ich doch. Wir haben in dem äh, letzten Lily-Swan-Comic tatsächlich eine Meta-Hommage an Cabin in the Woods. Ah. Also denn in äh, Cabin in the Woods kommt es ja vor, dass sie in den Keller steigen und finden da ganz viele Artefakte, die einen auch an andere Horrorfilme Dead. Genau, stimmt. Das Necronomicon kommt ja vor und es kommt auch so, ein, so eine Kugel vor, die einen sehr stark erinnert an den Hellraiser-Würfel. Ja, ja, klar, ja. So ein ganzer Tisch voller ja, Artefakte. Ja, ja, ja. Und in dem letzten Lily Swan Band, Lily Swan Band ist eben auch so eine Szene, da findet sie in diesem Schiffsbauch dann einen Tisch voller Artefakte. Und wenn man da ganz genau hinguckt, findet man da auch ganz viele Querverweise in die Popkultur, unter anderem... Ich verrate an dieser Stelle. Matt Finch wollte nicht, aber ich bin <laughs> überredet. Das Schwert von Gryffindor. Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> bin, ich, bin ich mal gespannt. Du hast ja gerade eben, als du gesagt hast, was dich an Horror interessiert und so, hast du ja quasi auch schon so so ein bisschen schon so ein bisschen in die Definition reingegangen. Und ich hatte mir kürzlich auch noch mal so durchgelesen, was Frank Weinreich sagt. Also unser gemeinsamer Freund, was Frank Weinreich sagt so, zur Definition von Horror. Und er unterscheidet, so wie du das gerade auch gesagt hast, so zwischen übernatürlichem Horror und mhm. natürlichem Horror, wobei er wirklich unter Horror eigentlich sogar nur das Übernatürliche versteht, weil er sagt, das andere, das könnte man im Prinzip in entschärfter Version auch im Tat auch zeigen oder so ne so ein mhm. durchgeknallter Massenmörder ne das ja. ist ja ne und das fand ich bei ihm ganz spannend diese Überlegung ne sind Filme die nichts Übernatürliches haben eigentlich trotzdem Horror und dann ist mir zum Beispiel so Wicker Man eingefallen dieser mhm. Klassiker mit Christopher Lee mhm. der hat ja überhaupt nichts Übernatürliches ist aber trotzdem Horror, würde ich sagen. Ne? Also das ist, ja. das ist sehr, sehr schwierig, das, das überhaupt zu definieren. Ne? Was ist Horror? Ja, finde ich auch. Ich bin da auch jetzt gar nicht firm drin ne? mit dieser wissenschaftlichen Definition. Mhm. Ich hätte auch gedacht, dass Horror vor allem an dieser Intensität des Schreckens mhm. auch äh, liegt, die man als Rezipient dann empfindet, dass eben ein Tatort ein Krimi ist ne? und dann aber äh, das Texas Chainsaw Massacre eigentlich ja auch nur ein Massenmörder zeigt, aber Horror ist, weil es äh, mit so viel Schrecken verbunden ist und ja so furchtbar die Taten, die da gezeigt sind, dass die eben im Tatort keinen Platz hätten. Genau, genau. Aber das kann ich jetzt überhaupt ja. nicht wissenschaftlich ähm, untermauern. Äh, kurz dazu, äh, das ist alles relativ mit wissenschaftlich untermauert, weil <laughs> wissenschaftlich herrscht ja null Einigkeit darüber, was ist Fantastik, was ist Fantasy, was ist Science Fiction, was ist Horror. Gibt es tausend mhm. Meinungen zu, man weiß es nicht. Na Also das findest du dann auch, wenn du dir wissenschaftliche Bücher zu ein Thema äh, kaufst, du liest dann im Prinzip immer wir wissen es nicht, ne? Dann werden so ein paar gängige mm. Thesen vorgestellt. Und deshalb finde ich das jetzt auch, fand ich das quasi ganz, ganz interessant, mich jetzt in dieser Podcast-Folge mal mit verschiedenen Leuten drüber zu unterhalten, was ist für dich eigentlich Horror, eben mm. weil es gar keine richtige Definition gibt. Ja, ja. Man, das wird sicherlich nie trennscharf, ne? Diese Begriffe, das werden immer fließende Übergänge zu anderen Genres dann bleiben. Genau. Und Stephen King jetzt wiederum in dans Macabre, der unterscheidet so in so subtilen Horror wo eigentlich mhm. gar nichts gezeigt oder gesagt wird, sondern nur so angedeutet wird und dein Gehirn erledigt den Rest. Das muss ich auch sagen. Das ist das, was mir oft am liebsten ist, weil es bei mir den schlimmsten mhm. Horror auslöst, weil niemand kann sich was Besseres ausdenken für mich persönlich natürlich als als mein eigenes Gehirn so, ne? ja. das ist ja oder meine Psyche <laughs> oder wer auch immer so, ne? das ist ja klar. Dann unterscheidet er als zweites in den Fall, dass man irgendwie ein Monster oder sowas gezeigt bekommt. Und das uh -huh. Dritte ist dann bei ihm tatsächlich der Ekel. Also so das, uh -huh. das Kettensägenmassaker oder sowas, uh -huh. wo es dann einfach nur noch Horror ist, weil es eklig ist. Ne? Ja. Also, da gibt es dann tatsächlich so ganz viele unterschiedliche Ansichten, die aber auch. Körperhorror gibt's Körperhorror ja auch noch, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Wo es immer darum geht, dass irgendwie sich der eigene Körper verändert. Richtig. Bei, äh, die Fliege richtig, oder richtig. sowas. Oh, das ja, ist ja oder? auch gerade ja. in der Version mit Jeff Goldsmith, das ist ja so eklig. So. <laughs> ja, genau, dieser langsame Übergang, ne? Wenn ihm die ersten Stoppelhaare wachsen und es dann immer schlimmer wird. Wie heißt denn noch gleich der Autor von Hellraiser? Boah, keine Ahnung. Der ist doch Clive Barker. Clive Barker, ja. Clive Barker gilt doch als der äh, als der Meister des äh, Körperhorrors. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das ist mit diesen ganzen. Ja, ja, ja. Meine Kollegin äh, Ariadne vom Blog. Äh, Entschuldigung, Ariane, ich war gerade beim Ariadne fahren. Ariane vom Blog Nord mit Nadel. Die hat so Tierhorror. Ist so etwas, was die so mhm. besonders interessiert. Da könnte man ja jetzt auch sagen, ne, wenn ich jetzt einen aus dem Zoo ausgebrochenen Tiger durch Aachen laufen lasse, ist das ja eigentlich nicht zwingend Horror. Aber je nachdem, wie man das inszeniert, ja, ja. ist das halt sehr wohl wieder Horror. so ja, ne? ja, und, ja. Äh, Piranha 3. Genau, genau <lacht> <lacht> oder äh, Haie im Supermarkt und was weiß Stimmt, du? Sharknado. <lacht> <lacht> ne? Also es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Inszenierung an. Ne? Und das, also ob das dann einfach nur spannend ist oder ob du wirklich mhm. Angst kriegst. So, ne? Was, sag mir doch schnell, du bist doch äh, <laughs> mit allen Sprachen beschlagen. Was ist denn der Wortsinn von Horror tatsächlich? Ursprünglich. Das kommt aus dem lateinischen starren Erschauern, Schrecken, Schaudern, Grausen. Ja, okay, genau. Ja, aber es ist sehr passend, dass du das gerade sagst, weil das ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Dieses Schaudern, dieses Grausen, dieses mhm. Erschauern, das haben wir jetzt nicht bei einem normalen Massenmörder. Ne? Also der muss, der muss die Leute dann mindestens schon aufessen oder sowas <laughs> oder so, so oh, ein, über Sekte, genau. äh, ein über oder so. Ne? Ja, richtig. Ja und dann also mir läge das nahe, die Definition am Gefühl des Rezipienten aufzuhängen. Genau, da, wenn äh, es darauf abzielt, den Rezipienten zum Erschaudern zu bringen, könnte es Horror sein. Richtig. Aber das heißt natürlich auch immer noch nicht, dass jeder Rezipient dann auch erschaudert. Richtig. Da, da habe ich bei Bezug auf die Science Fiction, auf die Science habe ich da mit Frank weinrecht drüber unterhalten, mich unterhalten. Wir haben aus der Antike so eine Schrift, die ist nämlich ganz witzig, weil der Autor, Lucian von Samosata, der beschreibt eine Weltraumreise, interstellare Kriege, Kolonialismus, alles im Weltraum und so. Und... Moment, von wann ist das? Erstes oder zweites Jahrhundert nach Christus. Das ist Ja, abgefahren. kann ich dir ja gleich mal schicken. Und Frank sagt, das ist keine Science Fiction, weil der Autor wollte keine Science Fiction schreiben, sondern der wollte eine möglichst abgedrehte Story schreiben, die kein Mensch glaubt. Ne? Also er hat halt bewusst <laughs> etwas geschrieben als Satire. Ne? Und er wollte, so. er wollte Reiseberichte, die total übertreiben und von fabelhaften Wesen und so berichten, wollte er mhm. eben einfach überspitzt äh, damit kritisieren. Für einen heutigen Leser aber ist das ganz klar Science-Fiction, beziehungsweise eine Science-Fiction-Parodie. Das ist quasi für mhm. heutige Leser eine Science-Fiction-Parodie auf Filme aus den 50ern oder so. Ne? Und das Ach, ist, halt das dann, ist aber wirklich visuell. Ja, und das ne? ist dann halt wirklich super witzig. Ne? Also, je nachdem aus. Aus welcher Perspektive man das betrachtet, ist das Science Fiction oder eben nicht. Ne? Ja. Und äh, so ist das beim Horror eben auch. Ne? Es kommt auf den Blickwinkel an, ob etwas Horror ist. Oder nicht. Ja, ich finde, gerade bei so Psychothrillern ist es häufig so, dass die dann so auf der Kante stehen, genau. Ja. Ne? Das ist sowas wie sieben oder so, ist das jetzt noch ein Krimi eher oder ist das schon eher Horror? Ja. Oder hier schweigen der Lämmer, ja. ne? ist das. Ist das schon Horror oder ist dann eben doch erst das Kettensägenmassaker-Horror? Sehr gutes Beispiel, ne? Oder mir und meiner Frau, uns fällt immer auf, seitdem wir halt Eltern geworden sind, also jetzt seit äh, sechs, mhm. sieben Jahren, wir reagieren ganz furchtbar drauf, wenn in den Filmen was mit Kindern passiert. Das ja, hatten wir das vorher nicht. Mir das genauso. hatten wir vorher nicht. Und das ist jetzt. Und das wird, äh, wird so oft äh, verwendet als äh, Gadget, einfach, dass die Handlung voranbringt. Ja, ne? ja. Direkt in den ersten fünf Minuten wird erstmal das Kind umgebracht, damit ja. die Hauptfiguren irgendwie eine Motivation entwickeln oder eine Narbe dann ja. haben. Ja, ich kann das auch schwer ertragen. Ja. Ich, also ich tatsächlich. Ähm, Tatsächlich ist nachgewiesen, dass nach der Geburt eines Kindes Männer einen viel geringeren Testosteronspiegel im Blut haben, die Hoden schrumpfen messbar. Okay. Und das geht wieder. <laughs> und und die Empathie geht hoch. Ja. Und das macht ja so evolutionspsychologisch auch total Sinn, dass wenn wir erstmal Kinder haben, wir natürlich vor allem darauf eingestellt werden, uns gut um dieses Kind zu kümmern ne? und das zu schützen und zu verstehen, wie sich dieses Kind gerade fühlt und was das Kind gerade braucht. Und deswegen sind wir dann viel stärker in der Lage, äh, auf Gefühle von anderen zu reagieren und ähm, mitzuleiden? Also die Spiegelneurone, die uns sagen, wie fühlt sich mein Gegenüber gerade, ja, ja, ja. die sind dann viel aktiver ja. und deswegen leiden wir viel stärker mit, wenn wir andere Leute leiden sehen. Ja. Äh, und das, genau, ja. habe ich von vielen Leuten schon gehört. Wenn man erstmal Kinder hat, kann man Horrorfilme sehr viel schlechter ertragen. Ja. Ne? Und man ist auch sehr viel schneller dabei, so empathisch in die Lage der Figuren einzutauchen ja. ne? und guckt sich das nicht mehr so von außen an, sondern denkt wirklich, meine Güte, wie schrecklich wäre das, wenn einem das passiert oder wie schrecklich wäre das, wenn das meiner Tochter passiert. Ne? Und dann ist es schwer, sich das noch so zur Erbauung ja, zu schauen. Auf oder jeden beim Fall. Chips, Chips essen sich kaputt zu lachen darüber, was da passiert. Also wenn ich mittlerweile weiß, ne, dass ein Film von, von Kindesentführung, Missbrauch oder sowas handelt, habe ich mhm. schon keinen Bock mehr drauf zu gucken. Ne? Ja, also jetzt genauso. bei Dark, das habe ich jetzt nochmal intensiv geguckt, da spielt das ja am Rande. So eine Rolle, da kann ich dann damit umgehen, ne? aber nicht, wenn das so zentral ist. Nee, nee, nee. <laughs> Auf keinen ja, habe ich, ich habe das nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht mitreden. Aber es gibt ja an ganz vielen Stellen, ne? ich finde das, find das auch schwierig. Und da muss man sich noch mal klar machen, dass ungefähr jeder Disney-Film damit anfängt, dass die Mutter stirbt. Ja, ne? das ist ja einfach der Auftakt, weil man damit die Kinder emotional aktiviert kriegt. Ja. das ist für die natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und wenn man dann so einen Film mit einem mit einer großen Explosion starten will und die emotional aktivieren will, dann schlägt man dazu. Ist eigentlich ein bisschen billig ja. ne? von, von der Machart her. Das stimmt. Und ganz schön grausam. Das stimmt. Ähm, das das, das kenne ich auch von meiner Tochter. Ne? meine Tochter reagiert da sehr drauf, wenn in Geschichten Vater mhm. oder Mutter sterben. Ganz großes Drama. Ne? Dabei ja. die hat in unserer Familie noch überhaupt keinen Todesfall oder sowas miterlebt, aber die ist da hochsensibel. So. Ja, maximale Katastrophe für ein Kind, wenn plötzlich die Eltern äh, verschwinden und sogar findet Nemo find fängt einfach damit an <laughs> stimmt, ne? in den ersten stimmt. paar Minuten wo man wirklich nicht denkt dass man da jetzt äh, schwere Kost äh, aufnehmen würde der Klassiker ist dann natürlich Bambi ne wo die Mutter stirbt ja. ne? das ist natürlich mit das Schlimmste ne und äh, aber das war jetzt auch ich hatte mit meiner Tochter in Corona Zeiten während des Lockdowns den Hobbit mal gelesen hat ganz gut mhm. funktioniert ne Drache hat funktioniert hier wie heißt da ähm, von dem Bilbo den Ring kriegt jetzt habe ich gerade ähm, Gollum, Gollum, genau, Gollum, alles gut, alles gut. Und ganz am Ende, nach der Schlacht, wird rückblickend gesagt, dass Thorin Ach, Eichenschild, Thorin. Ja. Kili und Fili gestorben sind. Es wird ja nicht ja. beschrieben, wie oder was. Ja. Einfach nur wird gesagt, die ja. sind in der Schlacht gefallen. Da war das Buch erledigt. Ne? Einfach ja. nur, Helden dürfen nicht sterben. <laughs> Hatte meine ja. Tochter keinen Bock mehr, lesen wir nicht mehr. <laughs> also, ich hoffe, sie überlegt sich das noch mal anders. Aber, äh. aber da war sie ja schon fast Na, durch. Das war ja. Dann waren wir durch. Ja, ja. <laughs> äh, du hast jetzt ja schon ein paar Mal so ein bisschen durchklingen lassen. Du sagst das ja auch auf deiner Autoren-Internetseite, dass du hauptberuflich eigentlich Diplompsychologe und Psychotherapeut bist, schreibst mhm. du. Und unter anderem beschäftigst du dich unter anderem mit Traumabearbeitung oder Traumaforschung. Ich ja. weiß das gerade nicht, ob mhm. ich es richtig aufgeschrieben habe. Und äh, man hört das ja jetzt auch manchmal so ein bisschen, finde ich, wenn du so Sachen erklärst, wie Dinge im Gehirn funktionieren und so weiter. Ja, ja, ja. Das ist mein Bezug. Ja, ja, zusammen. genau. Ich bin eben nicht der Archäologe <laughs> genau, oder Historiker. Genau. Also, äh, du hast es jetzt quasi schon beantwortet, aber ich stelle die Frage trotzdem immer: <laughs> Würdest du sagen, dass dein Studium und dein Beruf dich als Horrorautoren oder vielleicht auch als Horrorkonsumenten beeinflussen? Auf jeden Fall. Ich möchte sogar einräumen, dass ich unter anderem deshalb überhaupt Psychologie studiert habe, weil ich schon früher schreiben wollte aber dann oft dachte ich kann das ja gar nicht realistisch und überzeugend darstellen wie es menschen in so extremen situationen geht woher soll ich wissen wie man sich jetzt fühlt wenn wenn ja einem so ein äh, horrorartiger schrecken zustößt ne? und wie man hinterher damit umgeht wenn man sowas erlebt hat äh, und was das für spuren hinterlässt und tatsächlich war das eine der motivationen psychologie zu studieren um dann hinterher überzeugend schreiben zu können um äh, wirklich zu wissen worüber ich da eigentlich mhm. rede mhm. wenn ich solche, über solche figuren dann schreibe war nicht die einzige motivation ne? aber es hat schon eine rolle gespielt und ich glaube schon dass das dass mich das auf jeden fall stark prägt auch im schreiben und auch im Rezipieren tatsächlich, ne? Weil ja, man dann äh, eben schnell überlegt, ob man das äh, stimmig findet oder nicht, ne? Und ich eben tatsächlich ja auch mit vielen Menschen arbeite, die schreckliche Dinge erlebt haben und da ja mitbekomme, wie es denen dann heute geht und äh, wie es auch ist, sich mit denen gemeinsam nochmal diesen schrecklichen Erinnerungen zu stellen. Ja, sehr super, super spannend, finde ich das. Das ist ja, ich hatte jetzt immer, immer wieder mal auf Stephen, auf Stephen King angespielt, ist jetzt nicht vielleicht in jedem Buch, auch mein, mein Lieblingshorror. Viele Bücher von ihm genieße ich aber sehr, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist auch das, was er eigentlich kann. Ne? Selbst wenn seine Story manchmal relativ doof ist. <laughs> er kann sehr gut Menschen und menschliche zwischenmenschliche Beziehungen, mhm. Gruppendynamiken und sowas. Das hat er echt drauf so. Ne? Und äh, dann, also keine Ahnung, es hat mir sehr gut gefallen. Aber ich hatte kürzlich mal Under the Dome gelesen. Ne? Da fand ich die Hintergrundstory so ein bisschen lahm. Aber es funktioniert halt, weil der Menschen gut drauf hat. Ne? Darum habe ich es dann doch wieder genießen können. So, ne? mhm. auch wenn ich die Story eigentlich ja ist doof und das fand, ist. So. Am Ende ja für uns als Menschen dann doch immer wieder das Spannendste, ja. ne? wie es anderen Menschen geht und äh, was, was die so machen und sich reinzudenken, was würde ich denn an deren Stelle eigentlich machen, wie würde es mir an der Stelle gehen. Genau, genau. Mhm. Super, Tom, da haben wir jetzt unglaublich viel besprochen. <laughs> Aber ich glaube also, für mich war das unglaublich ergiebig. Ich habe sehr viel gelernt, sehr viele spannende Inspirationen aufgenommen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und bin sehr gespannt drauf oder würde mich auch darauf freuen, wenn die Hörerinnen und Hörer, vielleicht in den Kommentaren noch was zu unserem Gespräch. Ja, ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Es war sehr angenehm, sehr schön. Vielen Dank für die Gelegenheit. Okay, gerne. Dann hoffe ich, dass das mit Corona jetzt irgendwann mal vorbeigeht und dass wir uns bald ja. nochmal äh, auf der Comic-Con oder wo auch immer nochmal in real treffen können. Und Sie ist tatsächlich noch nicht abgesagt, ne? Die Veranstalter schreiben, sie warten noch drauf, was heute an Pressekonferenz. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Wir hätten einen Stand da, Matt Finch und ich hätten gemeinsam einen Stand ja, auf der Comic Con ja, in Dortmund. Ich, ich habe überlegt, äh, Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass das stattfindet. Ich hatte überlegt, mir einen Stand auf der nächsten FettCon zu beantragen, mhm. ne, aber weiß ich jetzt gerade auch nicht ne irgendwie also und die nächste Fêtekon ist ja erst äh, Pfingsten im Mai und ich bin schon ja, skeptisch ja. hat das überhaupt Sinn aber na ja, ja gut dann sind auch schon wieder die nächsten Tolkien Tage ne die auch ausgefallen sind dieses ja. Jahr der wir werden sehen hoffen wir das Beste genau hoffen wir das Beste vielen Dank ich danke dir ja liebe Leute jetzt haben wir wahnsinnig viel über Horror erfahren und müssen das alles vielleicht erstmal ein wenig sacken lassen was mich jetzt interessiert ist was ihr von den vielen Ideen haltet, die ihr heute hier gehört habt. Daher würde ich mich super freuen, wenn ihr eure Meinung in den Kommentarfeldern im Blog kundtun oder in den sozialen Medien äußern würdet. Ganz toll wäre, wenn manche von euch Lust hätten, ihre jeweiligen Ideen als Audiodateien aufzunehmen, die ich dann für die nächste Episode verwenden würde. Ja, macht es gut und achtet immer darauf, Nachts kein Bein oder keinen Arm aus dem Bett heraushängen zu lassen. Wer weiß schon, was dort auf euch lauert.